Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu unserem zweiten Freitagskolloquium in diesem Semester. Heute mit einem sehr aktuellen und sehr schönen Thema: Digitalisierungsaspekte der neuen EuBVO und EuZVO, die heute in Kraft getreten sind. Das heißt, wir sind brandaktuell mit unserem Blick auf die heutigen Themen. Ist schön, dass Sie dabei sind. Vorweg eine Information, die Sie sicherlich auch schon auf Ihrem Bildschirm sehen, wenn Sie hier im Zoom-Raum sind. Die Veranstaltung wird aufgezeichnet. Wenn Sie sich sozusagen an der Diskussion beteiligen, was Sie können über die üblichen Funktionen, dann willigen Sie quasi in die Datenverarbeitung ein. Das heißt, dass Ihre Diskussionsbeiträge aufgezeichnet werden und dann auch später noch verfügbar sind. Wenn Sie sich im YouTube-Stream befinden und sich beteiligen wollen, nutzen Sie dafür bitte den Chat. Ich moderiere dann an geeigneter Stelle sozusagen Ihre Chatbeiträge. Gut, wir haben ein tolles Line-up heute. Wir beginnen mit Herrn von Hein, Jan von Hein, Professor für Bürgerliches Recht, IPR und Rechtsvergleichung an der Uni in Freiburg, ist gleichzeitig Vorsitzender der zweiten Kommission des Deutschen Rats für IPR und im Wissenschaftlichen Rat der PIL, neuerdings, oder ist ja gerade erst gewählt worden in Aarhus. Ja, ich bin Gründungsmitglied, ich bin schon ein bisschen länger dabei. Genau, aber jetzt gerade die Gründungskonferenz war ja jetzt gerade erst, ja. Ein ausgewiesener Experte in dem Bereich und im Digitalisierungsbereich sowieso aktiv unterwegs. Also wir freuen uns sehr, dass Sie uns Einblicke geben, insbesondere in die Beweisverordnung. Dann folgt ein Vortrag von Frau Deters, Hanna Deters und Nils Elsner, beide am MPI Luxemburg, dort Research Fellow und Doktoranden unter Betreuung von Herrn Hess. Und was uns besonders freut, ist, dass Sie auch sozusagen einen tiefen Einblick haben, diesmal in die europäische Zustellungsverordnung, denn Sie haben mitgewirkt an der Stellungnahme der MPIs zu den Umsetzungsgesetzen, zu den neuen Regelungen. Also wir freuen uns sehr auf diesen Blick und abrunden wird das Programm Herr Bartosz Sujecki, Anwalt bei Van Diepen van der Groef Advokaten in Amsterdam. Und er wird uns sozusagen die Praktikersicht präsentieren aus niederländischer Perspektive, also damit wir auch die grenzüberschreitenden Aspekte dieses Themas sozusagen auch aus Praktikersicht beleuchten. Im Anschluss an die drei Vorträge werden wir dann die Diskussion starten. Das hat sich ganz gut bewährt und wir werden dann ungefähr gegen 19:30 Uhr die Veranstaltung beschließen, je nachdem, wie viele Dinge es noch zu diskutieren gibt. Dann würde ich jetzt Sie, Herr von Hein, bitten, Ihre Präsentation freizuschalten. Dann können Sie direkt übernehmen. The floor is yours. Herzlichen Dank auf jeden Fall, dass Sie hier mitwirken. Ja, vielen Dank. Erst einmal, lieber Herr Reuß, lieber Herr Windau, für die freundliche Einladung hier zu diesem Kolloquium. Es ist natürlich völlig adäquat, dass ein Kolloquium zu einem Digitalisierungsthema auch in digitaler Form stattfindet. Und das kommt mit meiner derzeitigen Verfassung, weil ich gerade in Corona-Quarantäne zu Hause im Homeoffice bin, sehr entgegen. Geht mir zwar schon besser, aber insofern bitte ich die Zuhörer auch um Verständnis, falls ich doch mal etwas länger husten sollte zwischendurch, dann liegt das daran, aber ich glaube, man kann es vermeiden. Gut, können alle die Folien sehen? Klappt das technisch? Wunderbar. Gut, dann möchte ich auch gleich in medias res gehen. Womit werden wir uns beschäftigen? Ich werde zunächst einen kurzen Überblick über die Modernisierungsschritte geben, die in der neuen Fassung der Europäischen Beweisaufnahmeverordnung vollzogen worden sind. Dann ein kurzer Überblick oder auch ein etwas ausführlicherer Überblick, muss man sagen, zur Einbettung des Themas in die Grundbegriffe und die Grundprobleme der internationalen Beweisaufnahme. Die Digitalisierungsaspekte betreffen natürlich eher technische Fragestellungen und es ist notwendig, hier das Bild erst einmal etwas größer aufzuspannen, um deutlich zu machen, wo denn die rechtlichen Probleme für diese technischen Fragen liegen. Dann werde ich mich drei
Vorschriften der Beweisaufnahmeverordnung näher widmen. Das ist einmal die neue Vorschrift über die Kommunikation auf elektronischem Wege, zweitens die Rechtswirkung elektronischer Schriftstücke, die damit eng zusammenhängt, in Artikel 8 EuBVO. Dann besonders praktisch relevant, auch jetzt für alle, die mit der Justiz zu tun haben, aber auch im Wissenschaftsbetrieb und überall, grenzüberschreitende Videokonferenzen. Und dann werde ich mit einem kurzen Fazit und einem Ausblick schließen. Ja, es geht um die neue Fassung der EuBVO. Das ist, wie gesagt, die Fassung vom 25.11.2020, die, Herr Reuß hat es schon gesagt, heute in Kraft tritt, jedenfalls in den meisten Teilen. Es gibt gerade für diese technischen Fragen, die mit der Implementierung des E-Codex-Systems und anderen zusammenhängen, noch etwas großzügigere Übergangsfristen, aber der Kern der Verordnung wird ab heute anwendbar sein. Die alte Fassung der EuBVO von 2001 ist damit mit Wirkung zum heutigen Tage ersetzt worden. In der Grundstruktur ähneln sich die Fassungen. Also man erkennt doch vieles wieder, auch wenn sich durch die Einfügung neuer Vorschriften und den Wegfall anderer Vorschriften, wenn sich dadurch die Zählung verändert hat. Aber die Grundstruktur der Verordnung ist nach wie vor gut erkennbar. Es bedarf aber doch gewisser Anpassungen. Die sind auch jetzt vollzogen worden, weitestgehend jedenfalls durch die entsprechende deutsche Umsetzungsgesetzgebung. Die wesentlichen Modernisierungsschritte, die heute für unser Thema der Digitalisierungsaspekte relevant sind, sind, ich hatte es schon aufgezählt, die Kommunikation auf elektronischem Weg, die Rechtswirkung elektronischer Schriftstücke und die grenzüberschreitenden Videokonferenzen. Worum geht es nun rechtlich im Kern? Die Kernaufgabe der internationalen Beweisaufnahme ist natürlich die Sammlung und Übermittlung von Informationen für gerichtliche Zwecke. Hier stellen sich vielfältige aktuelle Herausforderungen. Zum einen haben wir eine Vervielfältigung und eine Interaktion verschiedener Rechtsquellen. Es gibt ja nicht nur die EuBVO, sondern wie wir gerade jetzt in Bezug auf die Digitalisierung sehen werden, wird dann an bestimmten Stellen der Verordnung verwiesen auf die E-Codex-Verordnung, die das dezentrale IT-System in der EU regelt, auf die EIDAS-Verordnung über elektronische Signaturen. Also das ist schon auf europäischer Ebene ein Geflecht von Verordnungen, mit denen man dann im konkreten Fall arbeiten muss. Und hinzu kommt noch, dass die Welt doch etwas größer ist als die Europäische Union. Sie ist sogar etwas größer geworden seit dem Brexit, seit das Vereinigte Königreich nicht mehr dazugehört. Und in vielen anderen Staaten, die wichtige Partner für die Bundesrepublik sind, gilt eben nach wie vor das Haager Beweisaufnahmeübereinkommen, das HBÜ von 1970. Oder im schlimmsten Fall hat man es sogar mit dem vertragslosen Rechtshilfeverkehr zu tun, der dann besondere völkerrechtliche Probleme aufwirft. Ein strukturelles Problem, das jede Diskussion über internationale Rechtshilfe charakterisiert und auch Praktikern und Praktikerinnen im Einzelfall oft erhebliches Kopfzerbrechen bereitet, ist die Frage nach der optionalen oder nach der zwingenden Natur der internationalen Rechtshilfe. Muss man auf ein bestehendes Instrumentarium in einer EU-Verordnung oder einem Haager Übereinkommen zurückgreifen, wenn es dafür Vorkehrungen gibt, oder darf man auch als Richter oder als Richterin nach seinem nationalen Recht vorgehen, die Verordnung oder das Übereinkommen also links liegen lassen und so verfahren, wie man das in einem Inlandsprozess auch täte, Zeugen laden, Sachverständige entsenden oder auch eben eine Videokonferenz anordnen. Das ist für eine Vielzahl von Fällen lebhaft umstritten. Und das Ganze verschärft sich nun natürlich durch die Auswirkungen der neuen Technologien. Während beispielsweise unter der alten EuBVO die Videokonferenzen eher ein Mauerblümchen-Dasein gefristet hatten lange Zeit. Also es gab die Möglichkeit zwar schon seit 2001, aber veröffentlichte Rechtsprechung dazu war sehr rar in den letzten 20 Jahren, muss man sagen, hat
die Nutzung dieser Technologien auch bedingt, insofern passt das heute thematisch, durch die Corona-Pandemie einen erheblichen Aufschwung erlebt. Denn dann ging es einfach nicht anders. Und das hat doch so manche institutionelle Trägheit oder mentalitätsbedingte Widerstände gegen die Nutzung solcher Technologien überwunden. Zudem kommt auch, dass anders als man sich das noch vor 20 Jahren vorgestellt hat, Videokonferenzen jetzt nicht mit einer prohibitiv teuren Infrastruktur der Gerichte verbunden sind, sondern wie wir das auch heute machen, man kann Videokonferenzen ja mit jedem handelsüblichen Laptop und einer gängigen Software durchführen. Da kommen dann noch in vielen Bundesländern entsprechende Datenschutzbedenken dazu. Ich glaube, in Hessen oder Nordrhein-Westfalen ist den Schulen gerade Teams von Microsoft untersagt worden oder so. Aber das sind dann Detailfragen. Aber die technischen Bedingungen, die sind heute eigentlich vorhanden oder könnten jedenfalls ohne allzu großen Kostenaufwand an den Gerichten vorhanden sein. Und das führt dazu, dass viele Fragen, über die man doch auf einer eher abstrakten Ebene in den vergangenen Jahrzehnten juristisch diskutiert hat, jetzt konkret in der Praxis der Gerichte ankommen in den letzten Jahren. Wenn wir uns das ansehen, ich hatte die Vielfalt der Rechtsquellen und Akteure schon angesprochen. Wir haben zum einen, wie gesagt, globale Übereinkommen zur internationalen Rechtshilfe. Das sind die einschlägigen Haager-Übereinkommen, das HBÜ für die Beweisaufnahme, das HZÜ für die Zustellung und auf der anderen Seite regionale Instrumente wie etwa die europäische Beweisaufnahmeverordnung und die Zustellungsverordnung. Die stehen nicht völlig unverbunden nebeneinander. Die Ursprungsfassung, insbesondere die Ursprungsfassung des HBÜ war noch der EuBVO war noch deutlich vom HBÜ beeinflusst. Dann gibt es noch Prinzipien, sogenannte Soft Law zum internationalen Zivilprozessrecht, die bei der Auslegung dieser Übereinkommen gegebenenfalls berücksichtigt werden können. Die sind aber gerade im Hinblick auf die internationale Beweisaufnahme, das möchte ich gleich vorwegnehmen, nicht sonderlich ergiebig. Darauf werde ich hier also nicht im Detail eingehen. Wer sind die internationalen Akteure in diesem Bereich? Für die globalen Übereinkommen ist es die Haager-Konferenz, für die EU-Rechtsquellen natürlich die EU und für das ergänzende Soft Law, das ich eben angesprochen habe, vor allen Dingen UNIDROIT in Rom, das American Law Institute und auf europäischer Ebene in neuerer Zeit das European Law Institute. Wie stellen sich diese Überschneidungen und Interaktionen dar? Ich sagte schon, die Ursprungsfassung der EuBVO war noch deutlich vom HBÜ beeinflusst, wenn auch moderner. Man merkte schon, dass seitdem 31 Jahre vergangen waren, insbesondere die Bedeutung der Zentralstellen wurde zurückgedrängt in der EuBVO im Vergleich zum HBÜ. Und es wurde auch zum Beispiel eine ausdrückliche Regelung für die unmittelbare Beweisaufnahme in Artikel 17 der Ursprungsfassung geschaffen, die auch jedenfalls eine Art Hinweisnorm für die Durchführung von Videokonferenzen enthielt, die aber noch nicht einen besonders hohen Detailgrad aufwies. Es gibt sogar hier eine gewisse Renaissance in jüngerer Zeit. Während die Ursprungsfassung der EuBVO noch auf die konsularische Beweisaufnahme verzichtete, ist in der neuen Fassung in Artikel 21 EuBVO wieder die Möglichkeit der konsularischen Beweisaufnahme vorgesehen. Das ist etwas erstaunlich, denn die konsularische Beweisaufnahme galt auch schon vor 20 Jahren als ein etwas altmodisches Relikt, für das es im europäischen Rechtsraum eigentlich kein wirkliches Bedürfnis mehr gäbe, wenn man denn die unmittelbare Beweisaufnahme im Ausland ermöglicht, wenn das Gericht selbst tätig werden kann auf Grundlage der EuBVO oder einen Sachverständigen entsenden kann, dann dachte man, dann braucht man in der Regel die konsularische Beweisaufnahme nicht mehr, hat auf eine entsprechende Vorschrift also verzichtet. Das führte dann natürlich, wie das immer ist, wenn eine Verordnung eine Lücke in so einer Frage enthält, zu einem lebhaften Meinungsstreit darüber, ob denn neben der EuBVO noch der Rückgriff auf das HBÜ zulässig sei oder ob die konsularische Beweisaufnahme als Sonderfall der unmittelbaren Beweisaufnahme gewissermaßen stillschweigend mitgeregelt worden sei. Dogmatisch wunderbar, für die Praxis natürlich eher lästig. Die Praxis hat einfach
im Wesentlichen weitergemacht wie bisher und für die konsularische Beweisaufnahme auf das HBU zurückgegriffen. Und um diese doch etwas unklare Rechtslage nun klarzustellen, hat man also hier in Artikel 21 EuBVO eine eigenständige Regelung für die konsularische Beweisaufnahme geschaffen, die auch insoweit jetzt das Haager Übereinkommen verdrängt, sich aber inhaltlich anlehnt. Also man sieht auch daran, das ist also die Haager Übereinkommen, das ist jetzt keine ferne Vergangenheit der Rechtshilfe, sondern wenn man sich mit der EuBVO vertieft beschäftigt, dann muss man diese historische Genese und die Wechselwirkung mit den Haager Übereinkommen immer im Blick behalten. Umgekehrt ist natürlich auch nicht ausgeschlossen, dass sich Leitentscheidungen des EuGH oder der nationalen Gerichte zur EuBVO mittelbar auch auf die Auslegung des HBU auswirken, sofern es sich um vergleichbare Vorschriften handelt. Allerdings beschränkt sich die Kompetenz des Europäischen Gerichtshofs allein auf die europäische Beweisaufnahmeverordnung. Das HBU ist noch ein konventioneller Staatsvertrag, ein altes, relativ altes Übereinkommen. Ich meine, man spricht ja bei alten Übereinkommen oft bei denen vor dem Zweiten Weltkrieg, aber gut, also es ist kein ganz altes, aber ein relativ altes Übereinkommen von 1970. Und damals hatte die EU noch nicht die Kompetenz oder die damalige EG, Übereinkommen in Den Haag beizutreten. Vertragsstaaten sind also noch die einzelnen Mitgliedstaaten, sodass es sich nicht um sekundäres Unionsrecht handelt. Das wäre erst dann anders, wenn man vielleicht irgendwann einmal zu einer Neufassung des HBU käme, das dann auch von der HBU, von der EU ratifiziert werden würde. Aber da gibt es im Moment keine konkreten Anhaltspunkte. Es gibt auch aus Den Haag entsprechende Auslegungshilfen. Das kompensiert etwas das Fehlen einer supranationalen Instanz, die das Übereinkommen verbindlich auslegt. Es gibt also verschiedene Handbücher, sowohl zum Beweisaufnahmeübereinkommen als auch zum Zustellungsübereinkommen und Guides, Practical Guides zum Beispiel zur Durchführung zu Videokonferenzen. Und die können natürlich dann auch bei der Auslegung der EuBVO herangezogen werden. Ergänzend gibt es, wie gesagt, noch diese Softlaw-Prinzipien von ILI, ALI und UNIDROIT, aber wie ich schon sagte, die sind gerade auf dem Gebiet der Beweisaufnahme nicht besonders hilfreich, sondern beschränken sich eher auf andere Bereiche des Prozessrechts. Schließlich gibt es eine Verschränkung unterschiedlicher Rechtsquellen und Akteure, auch aus verfassungs- und menschenrechtlicher Sicht. Denn über die verfassungsrechtlichen, menschenrechtlichen Anforderungen an internationale Beweisaufnahmen wacht gleich eine ganze Zahl höchster Gerichte. Zum einen der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg auf Grundlage der Menschenrechtskonvention, der Europäische Gerichtshof auf Grundlage der Grundrechtecharta, die natürlich auch für die Handhabung, für die Auslegung der EuBVO gilt. Und last but not least, das Verhältnis ist ja bekanntlich ein nicht ganz spannungsfreies, auch das Bundesverfassungsgericht auf der Grundlage des Grundgesetzes. Und hier haben in der Tat alle drei Gerichte schon öfter die wichtige Bedeutung der internationalen Beweisaufnahme betont und die rechtsstaatliche Verpflichtung der Gerichte, von solchen Instrumentarien auch gegebenenfalls Gebrauch zu machen. Stichworte sind hier das sogenannte Recht auf Beweis, wobei da die genaue Konturierung unter Prozessrechtler natürlich umstritten ist. Der Grundsatz des fairen Verfahrens, wie wir in Artikel 6 der EMRK und Artikel 47 der Grundrechtecharta finden, und das Kindeswohl, das auch in der Grundrechtecharta besonders geregelt ist. So hat etwa der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte bereits vor 20 Jahren in der Sache Nikolic Kroatien eine besondere Sorgfalt in Personenstandssachen verlangt. Eine DNA-Probe hat er da zwar nicht zwingend verlangt, aber doch festgestellt, dass das Recht des Kindes auf eigene Abstammung hier zu einer Ausschöpfung von Beweismitteln verpflichte. Ähnlich der Europäische Gerichtshof in der bekannten Entscheidung Saraga
gegen Pelz. Daran hat der Gerichtshof festgestellt, das Gericht des Ursprungsmitgliedstaats müsse im Rahmen des Möglichen und stets unter Berücksichtigung des Kindeswohls auf alle ihm nach seinem nationalen Recht zur Verfügung stehenden Mittel sowie auf die der grenzüberschreitenden gerichtlichen Zusammenarbeit eigenen Instrumente zurückgreifen, zu denen gegebenenfalls die damals noch in der EuBVU-Alterfassung vorgesehenen Mittel gehören, einschließlich der Durchführung einer Videokonferenz. Das ist auch bekräftigt worden. In der Neufassung der Brüssel 2b-Verordnung findet sich das in einem entsprechenden Erwägungsgrund. Schließlich das Bundesverfassungsgericht, das 2015 in einer Entscheidung festgehalten hat, in einem Beschluss, der Rechtsschutzanspruch nach Artikel 2 Absatz 1 Grundgesetz in Verbindung mit Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz eines Beteiligten ist verletzt, wenn ein Gericht in Familiensachen unter Verstoß gegen § 26 FamFG nicht sämtliche Erkenntnisquellen nutzt, um den Sachverhalt aufzuklären. Es betraf ein Adoptionsverfahren. Um seiner Aufklärungspflicht nachzukommen, muss das Gericht auch die Instrumentarien der EuBVU und des Europäischen Justiziellen Netzes für Zivil- und Handelssachen nutzen. Also ich hatte ja schon gesagt, es gibt diesen Streit um optionale oder zwingende Natur. Optional heißt aber eben nicht, dass der nationale Richter oder die nationale Richterin hier frei schalten und walten kann und gewissermaßen nach Lust und Laune von diesen Instrumenten Gebrauch machen kann, sondern natürlich handelt es sich um ein rechtlich gebundenes Ermessen, bei dem den verfassungsrechtlichen Anforderungen Rechnung getragen werden muss, wie sie hier durch diese sich überlappende, aber doch in sich ziemlich konsistente höchstrichterliche Rechtsprechung geprägt wird. Das Recht, ein Beweismittel auf so effiziente Weise wie möglich heranziehen zu können, muss freilich in Einklang gebracht werden mit verschiedenen anderen Rechtsgütern, zum einen mit den Persönlichkeitsrechten der Zeugen, mit den Rechten der anderen Partei, zum Beispiel daran am Verfahren auch teilnehmen zu können, den Rechten Dritter, die möglicherweise Beweismittel in ihrem Besitz haben, dem Datenschutz, gerade im Hinblick auf Videokonferenzen ja ein heikles Thema, wie wir alle wissen, und auch immer ein Aspekt, der eine Rolle spielt, mit der territorialen Souveränität des Staates, in dem Beweismittel belegen sind. Das ist allerdings ein besonders streitiger Punkt, inwieweit internationale Beweisaufnahmen unter welchen Voraussetzungen im Einzelnen überhaupt geeignet sind, die territoriale Souveränität des Staates zu verletzen, indem sich beispielsweise ein Zeuge auffällt oder indem ein Sachverständiger sich irgendeine Örtlichkeit ansehen soll. Und das heißt, die Kernfrage ist immer für das Gericht, wie es sein Ermessen ausüben soll, zwischen unterschiedlichen Wegen der internationalen Beweisaufnahme zu wählen, einerseits, und die rechtlichen Zwänge durch Verfassungs- und Menschenrechte, denen sich das Gericht dabei ausgesetzt sieht. Was sind nun die Wege im Einzelnen? Hier gibt es zum einen die Möglichkeit, nach nationalem Zivilprozessrecht zu verfahren und Beweismittel aus dem Ausland ins Inland zu verschaffen. Man spricht von Beweis B oder Verschaffung oder auch von einem Beweismittelimport. Man kann ja einen Zeugen auch einmal fragen, ob er vielleicht freiwillig einfach kommen möchte und aussagen möchte. Dann wird er im Inland natürlich wie ein gewöhnlicher Inlandszeuge vernommen und es stellt sich dann kein weiteres Problem grenzüberschreitender Ersuchung. Dann die Möglichkeit der aktiven Rechtshilfe durch ein ersuchtes Gericht, also beispielsweise ein deutsches Gericht bittet ein Gericht in einem anderen EU-Mitgliedstaat, einen Zeugen, der sich dort aufhält, zu vernehmen, etwa weil der nicht reisefähig ist oder weil der aus bestimmten rechtlichen Gründen nicht ins Inland reisen kann oder möchte. Drittens die sogenannte passive Rechtshilfe, das heißt, der ersuchte Staat duldet Maßnahmen des ersuchenden Gerichts auf seinem eigenen Territorium. Das heißt, der ersuchte Staat nimmt es hin, dass das ersuchende Gericht einen von ihm selbst ernannten Sachverständigen losschickt, der dort entsprechende Sachverhaltsermittlungen aufnimmt. Oder ein solcher Fall der unmittelbaren Beweisaufnahme ist nach bestehender Systematik der Beweisaufnahmeverordnung auch die grenzüberschreitende Videokonferenz. Und die Streitfrage, die immer wieder aufkommt im Rahmen der internationalen Rechtshilfe,
Gibt es hier eine Rangfolge? Handelt es sich um ein freies Ermessen oder haben die völkerrechtlich, europarechtlichen geregelten Formen der internationalen Beweiserhebung irgendeine Form von Vorrang, von Priorität gegenüber der bloßen Beweisbeschaffung? Hier gibt es insbesondere zum Haager Beweisaufnahmeübereinkommen von 1970 eine ständige US-amerikanische Rechtsprechung, die besagt, dass das Übereinkommen keine exklusive Natur, oh, müsste natürlich ein K sein, das ist noch aus dem englischen Text übernommen, keine exklusive, exclusive nature, also keine exklusive Natur hat und keine zwingende Anwendung findet. Das ist die bekannte Aerospatial-Entscheidung von 1987, die dann natürlich auch das vorhersehbare Ergebnis hatte, dass US-Gerichte nur sehr selten auf das HBU zurückgreifen. Wenn der Supreme Court ihnen schon sagt, das könnt ihr euch eigentlich sparen, das braucht ihr nicht zu machen, dann arbeiten die natürlich auch lieber mit ihrem eigenen vertrauten Zivilprozessrecht. Das ist aus europäischer und deutscher Sicht im transatlantischen Justizkonflikt immer wieder kritisiert worden. Also insbesondere die Bundesregierung hat dann in den 80er und 90er Jahren immer gesagt, ja, wir haben auch das Haager Übereinkommen und da müssen die Amerikaner sich auch dran halten, wie jeder Rechtsstaat. Hat aber nichts daran geändert, dass die Europäische Beweisaufnahmeverordnung in Artikel 1 Absatz 1 grundsätzlich einem ganz ähnlichen Ansatz folgt. Es ist dort die Rede von Sachen, in denen das Gericht eines Mitgliedstaats nach seinem innerstaatlichen Recht um Beweisaufnahme ersucht. Und daraus kann man schließen, wenn es in Sachen, anderen Sachen nach seinem innerstaatlichen Recht eben nicht um Beweisaufnahme ersucht, dann kommt auch das Instrumentarium der Verordnung nicht zur Anwendung. Daraus hat auch der EuGH richtig geschlossen, dass die EuBVO grundsätzlich nicht den Rückgriff auf schnellere Mittel der Beweiserhebung nach dem nationalen Recht versperrt. Leitentscheidung hier ist zum einen die Sache Lippens-Kortekas. Darin hat der EuGH entschieden, es sei, Zitat, offensichtlich, dass es unter bestimmten Umständen, wie insbesondere dann, wenn die als Zeuge geladene Partei bereit ist, freiwillig zu erscheinen, für das zuständige Gericht einfacher, effizienter und schneller sein kann, diese nach den Bestimmungen seines nationalen Rechts zu vernehmen, anstatt sich der von der EuBVO vorgesehenen Methoden der Beweiserhebung zu bedienen. Aber das Problem ist natürlich die Abgrenzung. Wann liegen diese bestimmten Umstände vor und wann muss man eben doch auf die Verordnung zurückgreifen? Ein bekannter Streitpunkt ist die Frage, ob die Beweiserhebung im Ausland durch einen gerichtlichen Sachverständigen genehmigungsfrei möglich ist oder ob es sich dabei um eine unmittelbare Beweisaufnahme im Ausland im Sinne von Artikel 19 Absatz 3 EuBVO handelt, die nur mit einer Genehmigung, einer vorherigen Genehmigung zulässig ist. Hier hat der EuGH entschieden, in der bekannten Pro Rail-Entscheidung, eine Genehmigung sei nicht zwingend erforderlich, sondern nur dann, wenn Hoheitsrechte des ersuchten Staates tangiert werden. Das ist in der Praxis auch nicht ganz einfach zu handhaben, denn wann oder wie soll das ersuchende Gericht beurteilen, ob der ersuchte Staat möglicherweise in der Tätigkeit des Sachverständigen eine Hoheitsverletzung sieht? Das ist ex ante schwer zu beurteilen. Soll es darauf ankommen, wie die Örtlichkeiten ausgestaltet sind? Also soll beispielsweise eine Sachverständigentätigkeit auf dem Gelände einer Staatsbahn anders zu beurteilen sein als auf dem Gelände eines privaten Speditionsbetriebes. Das ist im Einzelfall alles heftig umstritten. Also wenn ein höchstes Gericht ihm sagt, etwas sei nicht zwingend erforderlich, dann herrscht anschließend eine gewisse Unklarheit darüber, wann es denn erforderlich ist. Und für unser Thema ist besonders relevant, dass diese Streitigkeit sich natürlich auch auf die Frage der Genehmigungsbedürftigkeit von Videokonferenzen auswirkt. Ist man da eher in dem Bereich der freiwilligen Vernehmung, wo man sagt, ja, volenti non fit in juria, wer sich halt per Videokonferenz vernehmen lassen möchte, der kann das tun nach nationalem Recht, da brauchen wir keine Genehmigung nach der EuBVO, oder muss man eben doch diese Genehmigung einhalten, weil es, wenn man es nach der EuBVO durchführt, eine Genehmigung erfordert. Wir kommen darauf zurück. Ich möchte aber zunächst einmal jetzt noch auf die anderen oder auf die konkreten Neuerungen in der EuBVO eingehen, zunächst auf die Kommunikation auf elektronischem Wege. Das ist ein großer Fortschritt, weil bisher es den Mitgliedstaaten weitgehend freigestellt war, ob sie auf konventionellen postalischen Mitteln bestehen oder Fax oder E-Mail oder
irgendwelche moderneren, bei Fax kann man nicht mehr wirklich von modernen Kommunikationsformen sprechen, akzeptieren. Das wird bald der Vergangenheit angehören. Und denn Artikel 7 Absatz 1 EuGVO sieht vor, dass Ersuchungen und Mitteilungen über ein dezentrales IT-System übermittelt werden als Grundsatz. Das ist das IT-System, wie es in der E-Codex-Verordnung geregelt ist, die jetzt auch gerade 2022 verabschiedet worden ist. In Bezug auf technische Einzelheiten, insbesondere wie elektronische Siegel und Signaturen angebracht werden, verweisen Artikel 7 Absatz 2 und 3 EuGVO auf die entsprechende Signaturverordnung oder EIDAS-Verordnung, die bereits im Jahre 2014 erlassen wurde. Eine Ausnahme vom Grundsatz der elektronischen Ermittlung greift dann ein, Störung des IT-Systems vorliegt, das ist klar, kennen wir alle nicht, bei Störung im Betriebsablauf fährt die Bahn nicht, das ist im elektronischen Datenverkehr nicht anders. Bei der Beschaffenheit des Beweismittels, also Blutprobe, DNA-Probe, alles sowas, das können Sie schlecht digitalisieren und dann über das IT-System verschicken, da muss man natürlich trotzdem dann auf konventionelle Mittel, insbesondere konsularische Rechtshilfe und andere Dinge, zurückgreifen. Das kann man alles in der 2000-seitigen Habilitationsschrift von Oliver Knöfel wunderbar nachlesen, wie das dann im Detail läuft. Da gibt es auch Leitentscheidungen des Kammergerichts noch aus den 60er Jahren. Also das erspare ich uns jetzt, ist für die Digitalisierung nicht ganz so relevant. Und schließlich außergewöhnliche Umstände. Naja, gut, das ist jetzt so eine Auffangklausel für alles Mögliche, Seuchen, Hungersnote, Stromausfall, da kann vieles passieren. Gut, grundsätzlich regelt die europäische Beweisaufnahme nur die Beweiserhebung, nicht die Verwertung von Beweismitteln, für welche weiterhin die jeweilige Lex Fori gilt. Das ist im Grundsatz auch anerkannt, auch schon unter der alten Fassung der Verordnung. Jetzt gibt es aber eine Neuerung in Artikel 8 EuBVO, Schriftstücken, die über das IT-System übermittelt worden sind, dürfen Rechtswirkung oder Zulässigkeit als Beweismittel nicht allein deshalb abgesprochen werden, weil sie in elektronischer Form vorliegen. Das Vorbild hierfür ist Artikel 46 der Signaturverordnung und eine entsprechende Parallelnorm haben wir in Artikel 6 der Europäischen Zustellungsverordnung. Das heißt, dass elektronische Ersuchungen nicht allein wegen ihrer elektronischen Form unbearbeitet bleiben oder bei Beantwortung in elektronischer Form als unerledigt betrachtet werden dürfen. Also das ist auch insofern richtig, dass man das klargestellt hat, denn da gab es durchaus Fälle, also haben jedenfalls Praktiker berichtet, dass ein Fax oder eine E-Mail erst als Ankündigung eines Ersuchens in der Vergangenheit zum Teil behandelt wurde in eigenen Mitgliedstaaten. Also der Richter dachte, er hat schon eine Ersuchung gestellt und übermittelt. In Wirklichkeit dachte die Gegenseite darauf, boah, da kommt noch was mit der Post und wurde vorher erstmal gar nicht tätig. Also die Schwierigkeit hat man damit jedenfalls erstmal nicht mehr. Ferner dürfen elektronische Beweismittel, das ist ein N zu viel, elektronische Beweismittel nicht allein aus diesem Grund zurückgewiesen werden. Im Übrigen richtet sich die Beweiswürdigung weiterhin nach der Lex Fori. Also welcher Beweis wird dann konkret zu einem eingescannten Dokument zukommt, das sagt nach wie vor das nationale Recht. Und Erwägungsgrundsatz 13 Satz 3 EuGVO betont auch, dass Artikel 8 EuGVO das nationale Recht über die Umwandlung von Schriftstücken in elektronische Dokumente unberührt lässt. Das ist also auch eine Frage, die von der Verordnung nicht selbst ausdrücklich geregelt wird. Wie ist es nun mit den Videokonferenzen, die ich bereits erwähnt habe? Hier ist die internationale Praxis so, dass vielfach international grenzüberschreitende Videokonferenzen als genehmigungsfreie Beweisbeschaffung eingestuft werden. Insbesondere im angloamerikanischen Raum, wo man generell etwas liberal ist in der internationalen Rechtshilfe, ist das ein ganz dominierender Ansatz, beispielsweise in der bekannten, weil das auch so einen Bezug zur Yellow Press, Boulevardpresse hat, in der bekanntesten Entscheidung Polanski gegen Condé Nast, ein Prozess in London, bei dem der bekannte amerikanische Filmregisseur Roman Polanski, der sich in Frankreich aufhielt, per Videokonferenz vernommen wurde. Denn Roman Polanski, der in den USA nach wie vor gegen den ein Haftbefehl besteht, wegen eines Falles von Kindesmissbrauch aus den 70er Jahren, Polanski lief Gefahr, dass wenn er nach London reist für diesen Prozess,
dass er dann aufgrund eines Auslieferungsabkommens zwischen Großbritannien und den USA sich sehr schnell wieder in Kalifornien im Gefängnis wiederfindet und er wurde dann im Wege der Videokonferenz vernommen. Insofern nachvollziehbar, aber auf irgendeine Form von Rechtshilfeersuchung haben die britischen Gerichte da überhaupt keinen Wert gelegt. Die haben das einfach so nach englischem Prozessrecht gemacht, ohne das weiter zu problematisieren. Ähnlich auch das deutsche Bundespatentgericht, jedenfalls unter der Voraussetzung, dass Parteien und Zeuge jeweils zustimmen. Ähnlich großzügig in Bezug auf eine bloße Videoverhandlung ohne Parteivernehmung und Beweisaufnahme im Verhältnis zur Schweiz war auch jetzt gerade in diesem Jahr das Verwaltungsgericht Freiburg. Interessante Entscheidung, betrifft wie gesagt jetzt nicht direkt die Beweisaufnahme, sondern nur in Anführungsstrichen die Verhandlung, aber zeigt natürlich doch eine gewisse Tendenz in den Gerichten, in der Gerichtsbarkeit an. Herr Windau hat dazu eine ausführliche Anmerkung im Anwaltsblatt geschrieben. Aus australischer Sicht kann man einen interessanten Fall nennen, das ist Joyce gegen Sunland Waterfront im Verhältnis zu den Vereinigten Arabischen Emiraten. Da sagte das Gericht, the Australian statute does not require that the foreign state consent to a person within its borders giving evidence by video link to an Australian court. In exercising the discretion to take evidence by video link, the court is not hampered by any need to consider questions of sovereignty or comity between nations, at least absent any law forbidding such conduct and subject to the question of whether an oath or affirmation should be required. Also das ist eine typische Sicht in den Staaten des Common Law Rechtskreises. Grundsätzlich sei keine Genehmigung erforderlich, weil die Souveränität nicht allein durch die Zeugenvernehmung als solche verletzt werde, es sei denn, es besteht ein ausdrückliches Verbotsgesetz oder es ist eine Vereidigung des Zeugen notwendig, dann wird möglicherweise um eine Genehmigung ersucht, aber ansonsten machen die Gerichte das einfach. In Kontinentaleuropa und insbesondere in Deutschland ist die herrschende Meinung aber noch restriktiver. Jedenfalls bislang eine mittlerweile auch schon 20 Jahre alte Entscheidung des Bundesgerichtshofs in Strafsachen allerdings hat hier ausdrücklich auf die Genehmigungsbedürftigkeit einer Videokonferenz hingewiesen. Ebenso jüngst noch gerade während der Corona-Pandemie eine Stellungnahme des Justizministeriums, des Bundesamts für Justiz und des Auswärtigen Amtes vom November 2021 zur Frage der grenzüberschreitenden Videoverhandlung und Videovernehmung. Darin, also in dieser BGH-Rechtsprechung und in dieser ja doch recht hochrangigen Verlautbarung der Ministerien wird doch darauf hingewiesen, dass die grenzüberschreitende Videovernehmung eine Genehmigung bedürfe. Aus europarechtlicher Sicht stellt sich jetzt die bereits vorhin angesprochene Frage, ob die Poreo-Rechtsprechung zu den Sachverständigen, in der der EuGH eben gesagt hat, Genehmigung sei nicht unbedingt erforderlich, sondern nur, wenn tatsächliche Bedenken einer Souveränitätsverletzung im Einzelfall bestünden, ob das auf die EuBVO übertragbar ist. Das wäre dann ja ähnlich im Grunde wie auch das australische Gericht in der eben zitierten Entscheidung argumentiert hat. Frage ist natürlich, wann kann man sich denn Fälle vorstellen, in denen eine bloße Videovernehmung eine Souveränitätsverletzung darstellt, wenn man nicht bereits die Vernehmung als solche, als Erstreckung der gerichtlichen Tätigkeit ins Ausland als Souveränitätsverletzung betrachtet. Da kann man sich durchaus Fälle ausdenken oder Fälle heranziehen. Eine Entscheidung beispielsweise aus den USA ist die Sache Rana gegen Islam. Da ging es darum, dass der Botschafter von Bangladesch in Marokko, das ist auch ein Vertragsstaat des Haager Übereinkommens, nicht ohne die Genehmigung des marokkanischen Außenministeriums im Wege der Videokonferenz vernommen werden durfte. Das Gericht betonte, dass dies auch die Rechtsauffassung des US State Department sei. Also da kann man sich vorstellen, dass es da eben die Gefahr diplomatischer Verwicklung gibt. Jetzt vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges beispielsweise stellen Sie sich vor, irgendein russisches Gericht möchte irgendwie Herrn Melnik per Videokonferenz vernehmen. Da möchte vielleicht dann doch auch das zuständige deutsche Außenministerium ein Wort mitreden, ob das mit einem Botschafter, der in Deutschland akkreditiert ist, einfach so passieren kann oder nicht. Das kann man sich, glaube ich, vorstellen. Eine andere Möglichkeit wäre nach Freiwilligkeit der Mitwirkung der Beweisaufnahmeperson,
zu differenzieren. Das hätte sich insbesondere nach dem Kommissionsvorschlag von 2018 angeboten, da dort das Freiwilligkeitserfordernis für die unmittelbare Beweisaufnahme gestrichen werden sollte. Es hätte also auch einen Zwang zur Videokonferenz stattfinden können. Und dann hätte es einen gewissen Sinn gemacht zu sagen, gut, wenn irgendwie Zwang erforderlich wird, dann aber auch eine Genehmigung. Wenn kein Zwang nötig ist, dann könnt ihr es auch nach eurem nationalen Recht machen. Aber die Aufgabe des Freiwilligkeitserfordernisses ist nicht in die Endfassung der Verordnung übernommen worden. Das ist also weiterhin so wie nach der alten EuBVU. Und daher ist das letzten Endes auch kein taugliches Abgrenzungskriterium. Denn die unmittelbare Beweisaufnahme, die grenzüberschreitende Videokonferenz auch nach der EuBVU, setzt ohnehin voraus, dass der Zeuge freiwillig mitwirkt. Also davon kann eigentlich der Anwendungsbereich der Vorschrift nicht abhängen. Die wohl aktuell immer noch herrschende Meinung schließt aus dem Rückverweis auf Artikel 19 der Verordnung in Artikel 20 Absatz 1, dass der Verordnungsgeber grundsätzlich von der Genehmigungsbedürftigkeit einer Videokonferenz ausgegangen ist. Das wird zwar aus den genannten Gründen als nicht so ganz zeitgemäß und rechtspolitisch fraglich kritisiert, ist aber im Moment, muss man auch sagen, für die anwaltliche Praxis immer noch der sicherste Weg, der unter diesem Aspekt auch zu empfehlen ist. Immerhin wird das Leid etwas gemildert dadurch, dass wir eine praktische Erleichterung durch Artikel 19 Absatz 5 EuBVU haben. Das heißt, wir haben eine Genehmigungsfiktion, wenn auch auf eine Erinnerung durch das ersuchende Gericht innerhalb einer bestimmten Zeit keine Reaktion erfolgt, dann darf das ersuchende Gericht also davon ausgehen, dass die Genehmigung stillschweigend erteilt worden ist. Man muss also nicht endlos darauf warten, dass eine Genehmigung erteilt wird. Ja, ich komme zum Schluss. Die Erleichterung der Nutzung elektronischer Kommunikationswege und die Klarstellung zur Rechtswirkung elektronischer Beweismittel sind zu begrüßen. Das Verhältnis des Rechtshilfewegs nach der EuBVU zur extraterritorialen Beweismittelverschaffung nach nationalem Recht ist durch die Neufassung aber leider nicht wesentlich klarer geworden. Und darauf bin ich jetzt im Detail nicht eingegangen, weil das mehr eine Frage des nationalen Rechts ist. Bei der Umsetzungsgesetzgebung wurde leider die Gelegenheit versäumt, Unklarheiten in § 128a ZBO zu beseitigen. Da hätte man auch noch an einigen Stellschrauben drehen können, um das besser auf die internationale Beweisaufnahme abzustellen. Hat man aber leider nicht gemacht. Gut, damit bin ich am Ende. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und stehe natürlich für weitere Fragen gern zur Verfügung. Vielen Dank. Ja, Herr von Hein, herzlichen Dank für diesen sehr schönen Vortrag, der die einzelnen Neuerungen auch der europäischen Beweisverordnung auch kritisch gewürdigt hat. Ich denke, wir werden in der Diskussion später sicherlich noch den einen oder anderen Punkt ansprechen. Jetzt würde ich gleich sagen, schreiten wir fort mit unseren beiden weiteren Vortragenden, nämlich Frau Dieters und Herrn Elsner, wenn Sie gleich Ihre Folien freischalten wollen. Super. Ja, Sie sollten unsere Präsentation jetzt sehen können. Sehen wir. Wunderbar. Alles klar. Wir haben unseren Schwerpunkt unseres Vortrags liegt auf den Digitalisierungselementen der EuZVO. Auf die EuBVO werden wir nur einen kleinen Blick werfen, natürlich auch um Überschneidungen mit dem Vortrag von Herrn Professor von Hein zu vermeiden. Unser Vortrag beruht im Wesentlichen auf einer Stellungnahme, die wir gemeinsam hier am Luxemburger Max-Planck-Institut und mit dem Max-Planck-Institut für Privatrecht in Hamburg verfasst haben zum deutschen Durchführungsgesetz der EuZVO und der EuBVO. Die Stellungnahme haben wir im Februar diesen Jahres verfasst und der Gesetzesbeschluss des Bundestages wurde im Mai gefasst. Das Gesetz liegt gerade zur Gegenzeichnung beim Bundespräsidenten bereit. Worüber werden wir in unserem Vortrag sprechen? Zunächst werde ich ein bisschen darauf eingehen, wie die neue EuZVO von den Möglichkeiten des E-Justice-Portals, des Europäischen Justizportals, insbesondere von der E-Codex-Software Gebrauch macht. Danach werden wir uns ein paar Vorschriften der EuZVO genauer ansehen und gucken, wie hier der deutsche Gesetzgeber, aber auch der europäische Gesetzgeber die Digitalisierungschancen genutzt hat. Das ist einmal im Wege der Adressermittlung nach Artikel 7 der EuZVO. Danach wird Frau Dieters auf die Möglichkeiten der elektronischen Zustellung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe A und B der EuZVO eingehen.
Danach werden wir einen kurzen Blick auf die unmittelbare Beweisaufnahme nach der EuGVO nach Artikel 20 dort werfen. Und abschließend werden wir eine kleine Zusammenfassung und einen kleinen Ausblick geben, inwiefern unsere Vorschläge, die wir in unserer Stellungnahme gemacht haben, vom deutschen Gesetzgeber in dem Durchführungsgesetz aufgegriffen wurden. Also, zunächst ein kleiner Überblick. Inwiefern wird in der EuZVO, in der neuen EuZVO, von den Möglichkeiten des E-Justice-Portals und dem E-Codex-Programm Gebrauch gemacht? Vielleicht nur noch mal ganz kurz zur Rekapitulation. Das E-Justice-Portal könnte man als One-Stop-Shop für Informationen über nationales Prozessrecht an der Schnittstelle zum europäischen Zivilverfahrensrecht bezeichnen. Und die EuZVO hat an vielfältigen Stellen davon Gebrauch gemacht, eine Information im europäischen Justizportal zur Verfügung zu stellen. Das ist insbesondere praktisch für Rechtssuchende aus anderen EU-Mitgliedstaaten, die sich dann über das europäische Justizportal informieren können, welches Verfahrensrecht in dem Empfangsmitgliedstaat gilt und welche Formalien da zu beachten sind. Ich greife jetzt nur mal ein Beispiel heraus, beispielsweise bei der unmittelbaren Zustellung nach Artikel 20 der EuZVO läuft es so, dass im Ausgangsmitgliedstaat direkt im Empfangsmitgliedstaat ein Zustellungsorgan angegangen wird, um die Zustellung zu bewirken. Und dafür ist es natürlich elementar wichtig, dass bekannt ist, welches die Zustellungsorgane im Empfangsmitgliedstaat sind, um das richtige Organ und auch im richtigen Verfahren anzugehen und zu beantragen. Auf der anderen Seite ist das E-Codex-Programm, E-Codex-Software, das Referenzimplementierungssystem, eine große Chance im Zusammenhang mit der EuZVO. Bei dem E-Codex handelt es sich anders als bei dem Europäischen Justizportal um kein Programm mit einem Benutzerinterface, sage ich mal, sondern es handelt sich um eine interoperable Software, die die Verknüpfung zwischen den einzelnen IT-Systemen in den unterschiedlichen EU-Mitgliedstaaten schaffen soll. Während in der Vergangenheit noch oft mit Post und auf dem Postwege die Kommunikation zwischen europäischen Gerichten erfolgte, schafft der E-Codex die Möglichkeit der Kommunikation zwischen Übermittlungs- und Empfangsstelle auf elektronischem Wege. Wir haben hier eine kleine Grafik übernommen aus der Beschreibungsseite des E-Codex-Systems, die ein bisschen deutlich macht, was der Gedanke der E-Codex-Software ist. Auf der linken Seite im Mitgliedstaat A gibt es nach wie vor auf nationaler Ebene die EDV und die Dateiübermittlungssysteme in den nationalen Gerichten. Dann wird ein Connector eingerichtet, der die Informationen bündelt, an ein Gateway des E-Codex übergibt. Und auf der anderen Seite, in dem Empfangsmitgliedstaat, findet das Gleiche dann noch einmal spiegelverkehrt statt. Das Gateway von E-Codex übergibt die Informationen dem Connector und dann werden die Informationen wieder auf nationaler Ebene verteilt. Dieses System hat unseres Erachtens den großen Vorteil, dass dadurch keine grundlegende Überarbeitung oder kein grundlegendes Austauschen der nationalen IT-Infrastruktur möglich ist, sondern dass man auf diese Weise eine Interoperabilität herstellt und eine sichere elektronische Kommunikation, die gerade im Zustellungswesen wichtig ist, zwischen Gerichten im Übermittlungsmitgliedstaat und im Empfangsmitgliedstaat schafft. Gucken wir uns jetzt nun eine Vorschrift in der EuZVO genauer an, nämlich die Adressermittlung. Auf den ersten Blick möchte man vielleicht meinen, was die Adressermittlung für eine Relevanz oder Bedeutung hat. In der Praxis muss man allerdings feststellen, dass die Adressermittlung von echt wichtiger, fundamentaler Bedeutung ist, wenn es um den Zugang zum Recht geht. Denn um ordnungsgemäß gegen jemanden Klage zu erheben, muss natürlich eine meldefähige Adresse desjenigen bekannt sein, nicht zuletzt auch aus Beklagtenschutzgründen, dass sichergestellt ist, dass dieser die Klageschrift auch an seiner aktuellen Adresse erhält.
Die neue EuZVO sieht zur Unterstützung des Klägers bei der Adressermittlung drei verschiedene Varianten vor, von denen die EU-Mitgliedstaaten mindestens eine Variante umsetzen müssen. Entweder unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a kann eine Behörde benannt werden in den EU-Mitgliedstaaten, die dem Kläger, also dem Adresssuchenden, Informationen gibt, wie die Adresse ermittelt werden kann. Die Möglichkeit 2b sieht vor, dass über das europäische Justizportal ein Standardformular zur Verfügung gestellt wird, das sozusagen ohne Intermediär die Adresse über ein Standardformular über das europäische Justizportal elektronisch ermittelt werden kann. Und die letzte Möglichkeit, Buchstabe C, sieht vor, dass sozusagen als Mindestmaß über das europäische Justizportal Informationen zur Möglichkeit der Adressermittlung in den einzelnen Mitgliedstaaten zur Verfügung gestellt werden. In dem Durchführungsgesetz hat der deutsche Gesetzgeber sich leider dafür entschieden, die Varianten A und B nicht zu implementieren, sondern im Regierungsentwurf ist auf Seite 28 zu lesen, dass man sich für die Variante C entschieden hat. Es ist festzustellen, dass entsprechende Informationen bereits auf dem E-Justice-Portal hinterlegt sind. Da sind auch die entsprechenden Vorschriften aus den Landes- und Bundesmeldegesetzen genannt und auch genannt, dass auch Bürger aus anderen EU-Mitgliedstaaten eine Adressauskunft verlangen können. Allerdings sind wir der Auffassung, dass diese Minimalumsetzung gewisse Schwierigkeiten für Rechtssuchende, für Kläger aus anderen EU-Mitgliedstaaten bringt. Das Problem ist, dass die Melderegister dezentral organisiert sind. Im Grundsatz ist es so, dass die Meldeauskunft bei den örtlich zuständigen Meldebehörden gestellt werden muss. Das heißt, um eine Melderegisterauskunft zu stellen, muss im Prinzip schon bekannt sein, wo die örtlich zuständige Meldebehörde ist. Das ist für Rechtssuchende und Kläger aus dem europäischen Ausland, die nur wissen, dass der Beklagte sich in Deutschland aufhält, natürlich äußerst impraktikabel. Und außerdem ist die Möglichkeit von gebündelten Anfragen an mehrere Meldebehörden nur teilweise möglich. Im Zuge der Vorbereitung der Stellungnahme hatten wir es hier mal unternommen und uns in allen Bundesländern die einzelnen Regelungen angesehen. Und teilweise war es tatsächlich so, dass bestimmte Bundesländer schon in Verbünden zusammenarbeiten und insofern über bestimmte Portale gebündelte Anfragen möglich sind. Das steht aber auch oft hinter der Hürde von sogenannten Power-Usern. Das heißt, diese Portale sind nur für angemeldete Benutzer zugänglich. Und dafür ist dann oft auch eine Benutzungsgebühr erforderlich. Ein weiteres Problem ist, dass die Meldeauskünfte und die Beschreibungsseiten, über die die Meldeauskünfte zu stellen sind, oft nur auf Deutsch abrufbar sind und die entsprechenden Formulare auch nur auf Deutsch abrufbar sind, was natürlich auch für Kläger aus anderen EU-Mitgliedstaaten für entsprechende Schwierigkeiten sorgt. Und schließlich besteht nur teilweise. Vielfach ist eine Online-Anfrage bereits möglich, aber teilweise ist es auch nicht möglich, Online-Anträge zu stellen und es ist jeweils ein papiergebundener Antrag zu stellen. Insofern waren unsere Vorschläge an den deutschen Gesetzgeber gewesen, aufgrund dieser Schwierigkeiten, die ausländische Kläger nur mit den Informationen über eine Anschriftsauskunft sich gegenübersehen, dass das Bundesamt für Justiz als zuständige Behörde nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe a der neuen EuZVO benannt wird. Als Argument dafür ist erstens zu benennen, dass das Bundesamt für Justiz bereits nach Artikel 4 der EuZVO, umgesetzt in § 1069 Absatz 3 ZBO, bereits als Zentralstelle benannt wird. Und außerdem nimmt das Bundesamt für Justiz bereits Aufgaben für Adressermittlung nach anderen EU-Rechtsakten war, nämlich beispielsweise der EU-Unterhaltsverordnung oder auch der EU-Kontenpfändungsverordnung. Hier könnten sich beispielsweise Synergieeffekte einstellen. Unser zweiter Vorschlag, der sich an den deutschen Gesetzgeber richtete, war nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b die Möglichkeit einer Adressauskunft über das europäische Justizportal zu schaffen,
und ausländischen Klägern nicht die Mühe aufzubürden, die örtlich zuständige Meldebehörde zu finden. Nach deutschem Recht, nach unserer Einschätzung, wäre das sogar nach geltendem Recht schon möglich, denn nach § 44 des Bundesmeldegesetzes hat jedermann, also auch Bürger aus anderen EU-Mitgliedstaaten, das Recht, eine Adressauskunft zu stellen, und insbesondere sieht § 49 des Bundesmeldegesetzes auch die Möglichkeit vor, die unterschiedlichen Adressdatenbanken bei den Meldebehörden zu vernetzen, was dann einen zentralen Zugriff über das europäische Justizportal erlauben würde und zu einem einfacheren und effizienteren Zugriff sorgen würde. So viel zur Adressermittlung. Ich darf nun an meine Kollegin Frau Dieters übergeben zur elektronischen Zustellung nach Artikel 19. Ja, also Artikel 19 ist eine der großen Neuerungen in der EUZVO. Die elektronische Zustellung ist als neue Zustellungsart dazugekommen. Und sie steht maßgeblich der Zustellung im Parteibetrieb, aber auch im Amtsbetrieb offen. Nach Artikel 19 Absatz 1 gibt es zwei Modalitäten, die von den Mitgliedstaaten muss mindestens eine davon umgesetzt werden. Das ist zum einen einmal die elektronische Zustellung mittels eines qualifizierten Dienstes für die Zustellung elektronischer Einschreiben und nach Buchstabe B dann auch die elektronische Zustellung per E-Mail mit einer Empfangsbestätigung. In beiden Fällen bedarf die elektronische Zustellung allerdings die vorherige ausdrückliche Zustimmung des Empfängers der elektronischen Einschreiben. Natürlich auf dem ersten Blick sieht das aus wie eine sehr große Chance, um eine besonders schnelle, grenzüberschreitende Zustellung zu ermöglichen. Der Paragraph 1068 der Neufassung erlaubt allerdings nur die Zustellung nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe A. Also eine elektronische Zustellung per E-Mail ist leider nicht umgesetzt worden oder durchgeführt worden. Jetzt kann man natürlich überlegen, was ist eigentlich in Deutschland momentan möglich? Und zwar, es ist bereits möglich, elektronisch zuzustellen durch einen qualifizierten Dienst. Der geht aber nur auf dem Wege eines sicheren Übermittlungsweges nach § 173 Absatz 1 ZPO. Wenn man jetzt aber mal überlegt, wie könnte man einem grenzüberschreitenden Verfahren vorgehen, wenn zum Beispiel jetzt Herr Elsner, der wohnhaft in Deutschland ist, sagen wir eine EV gegen mich, die wohnhaft in Luxemburg ist, erwirkt hat. Diese EV würde er gerne elektronisch zustellen. Dann könnte man überlegen, über welchen sicheren Übermittlungsweg könnte Herr Elsner das überhaupt vornehmen. Nach § 130a Absatz 4 der ZPO gibt es fünf verschiedene sichere Übermittlungswege. Allerdings ist natürlich hier fraglich, was ist überhaupt praktikabel von diesen sicheren Übermittlungswegen in einem grenzüberschreitenden Verfahren. Wir haben, nur um sie kurz vorzustellen, einmal in Nummer 1, wir haben die D-Mail. Dann haben wir noch also die absenderauthentifizierte D-Mail. Dann gibt es noch das BEA und das BEN, also das elektronische Anwaltspostfach und das elektronische Notarpostfach. Des Weiteren gibt es noch ein Behördenpostfach. Und seit dem 01.01.2022 sind Nummer 4 und 5 dazugekommen. Das EBO, das elektronische Bürger- und Organisationspostfach. Und das OZG-Nutzerkonto. Das ergibt sich aus dem Online-Zugangsgesetz. Wobei das Online-Zugangsgesetz, da geht es um Verwaltungsdienstleistungen, die digitalisiert wurden. Welcher dieser Übermittlungswege ist allerdings überhaupt nutzbar für jetzt Herrn Elsner, wenn er zustellen wollen würde? Einmal die beiden Wege, die sofort rausfallen würden, wären einmal das Behördenpostfach und das OZG-Nutzerkonto, da darüber überhaupt gar keine gerichtlichen Schriftstücke zugestellt werden können. Dann könnte man natürlich überlegen, ob Herr Elsner über das DE-Mail-Konto an mich zustellt. Grundsätzlich steht das DE-Mail-Konto jedem im europäischen Ausland Wohnhaften grundsätzlich zur Verfügung. Also Unionsbürger könnten
sich theoretisch registrieren für ein DE-Mail-Konto. Das ist jetzt seit ungefähr November 2019 möglich, da die Verifizierung durch die akkreditierten Dienste in Deutschland, also zum Beispiel die Telekom oder 1&1, die Verifizierung über die EID ermöglicht. Also das wurde ermöglicht. Allerdings haben wir bei der DE-Mail das Problem, dass diese akkreditierten Dienste ihre Dienste eben nur auf Deutsch anbieten, beziehungsweise der Anmeldeprozess ist auf Deutsch. Das heißt, wir haben auch schon hier wieder eine Sprachbarriere. Und außerdem hat sich die DE-Mail eher nicht wirklich, also weder in Deutschland noch im europäischen Ausland durchgesetzt. Gerade zum Beispiel bei dem Anbieter der Telekom, der hat, weil zu wenig sich angemeldet haben, bereits seine Teilnahme an dem Projekt bis Ende August diesen Jahres bereits gekündigt. Das heißt, die DE-Mail eher weniger praktikabel. Natürlich konnte man dann noch überlegen, ob ein Anwalt, der in einem anderen Mitgliedstaat sich qualifiziert hat als Anwalt, ob er der nicht durch ein deutsches BEA-Postfach machen könnte. Grundsätzlich steht Anwälten aus anderen Mitgliedstaaten diese Möglichkeit zur Verfügung. Allerdings wird vorausgesetzt nach § 27a der EURAG, also des Gesetzes über die Tätigkeit europäischer Rechtsanwälte in Deutschland, dass die jeweiligen Anwälte dafür in Deutschland niedergelassen sein müssen. Da die Verifizierung für das BEA über die Bundesrechtsanwaltskammer und die Bundesnotarkammer stattfindet. Auch das ist damit für ein grenzüberschreitendes Verfahren ausgeschlossen. Man könnte jetzt noch überlegen, die dann neu dazugekommene Möglichkeit des EBO könnte genutzt werden, wobei sich das weniger an Normalbürger richtet, sondern eher an bestimmte Berufsgruppen, wie zum Beispiel Sachverständige oder Dolmetscher oder auch Rentenberater. Dieses Postfach würde sich im europäischen Ausland wohl auch schon nicht aus Kostengründen durchsetzen, da die Kosten oder die Gebühren pro Monat zwischen 20 und 70 Euro schon betragen. Also weniger für den Normalbürger. Natürlich in unserem grenzüberschreitenden Verfahren bergen sich grundsätzlich Probleme bei diesen verschiedenen sicheren Übermittlungswegen. Wenn dadurch, dass es den Mitgliedstaaten freigestellt ist, dass jeder seine eigenen sicheren Übermittlungswege durchsetzt, haben wir das Problem, dass diese verschiedenen Dienste in den Mitgliedstaaten nicht interoperabel sind. Das heißt, theoretisch müssten Unionsbürger verschiedene nationale Postfächer haben, praktisch in jedem Mitgliedstaat, in dem man möglicherweise prozessieren wollen würde. Das ist natürlich dann auch noch eine Kostenfrage, das Problem. Je mehr Postfächer man hat, desto höher werden natürlich auch die Kosten. Sinnvoll gewesen wäre vielleicht in diesem Zusammenhang entweder ein einheitliches EU-weites Postfach zu schaffen für grenzüberschreitende Verfahren oder gerade im Hinblick auf die E-Codex-Software, dass man eine interoperable Lösung geschaffen hätte, damit wenigstens zum Beispiel die Anwaltspostfächer vernetzt werden untereinander. Ja, EU. Aus diesem Grund haben wir in unserer Stellungnahme vorgeschlagen, die Zustellung per E-Mail nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe B zuzulassen. Das ist vor allem vor dem Hintergrund, dass sich die E-Mail bereits als elektronisches Kommunikationsmittel im Geschäftsverkehr und auch im Schiedsverfahren bereits etabliert hat. Das kann man bereits schon daran sehen, dass zum Beispiel in den ICC-Schiedsregeln, also die International Chamber of Commerce, die Übermittlung von Dokumenten und auch die Schiedsklage bereits standardmäßig per E-Mail annimmt. Das ist zum Beispiel das für Nordamerika zuständige ICC-Sekretariat nimmt die Schiedsklagen nur noch per E-Mail bis auf Weiteres an. Außerdem haben wir durch die vorherige ausdrückliche Zustimmung, die bei der elektronischen Zustellung immer gegeben sein muss nach Artikel 19, einmal zum einen dem Grundsatz der Parteiautonomie ist damit gewährleistet, da die vorherige Zustimmung, zum Beispiel in Streitbeilegungsklauseln bereits vorher
festgelegt werden konnte. Und natürlich der Schutz der Parteien ist auch durch die vorherige Zustimmung soweit gewährleistet. Dann kommen wir nochmal zu Artikel 20 der EuBVO. Wie Professor Hein ja schon gesagt hatte, hier geht es um die unmittelbare Beweisaufnahme. Das Kernstück ist sozusagen der EuBVO. Und das Gericht soll per Videokonferenz im Rahmen der Beweisaufnahme, also wenn zum Beispiel Zeugen vernommen werden sollen, die sich in einem anderen Mitgliedstaat befinden, diese durchführen. Soll eine ähnliche Prozessbeschleunigungsmaßnahme EU-Bagatellverfahren finden, in Artikel 8 und 9 Absatz 1 Satz 3 der EU-Bagatellverordnung ist bereits erlaubt, dass sowohl die Verhandlung als auch die Beweisaufnahme per Videokonferenz durchgeführt wird. Des Weiteren ist auch noch am 1. Dezember 2021, da hat die EU-Kommission einen weiteren Verordnungsvorschlag gemacht zur weiteren Digitalisierung der justiziellen Zusammenarbeit, wonach die mündliche Verhandlung digitalisiert bzw. also per Videokonferenz durchgeführt werden können soll. Also in diesem Fall, anders als in der EuBVO, befinden sich weder die Parteien noch ihre Prozessbevollmächtigten während der mündlichen Verhandlung in Sitzungssaal, sondern in einem im EU-Ausland. Die EuBVO wird hier dann natürlich direkt vom Anwendungsbereich des Verordnungsvorschlages ausgenommen, da sich eben die EuBVO explizit mit der Beweisaufnahme befasst und der Verordnungsvorschlag, der jetzt in der ersten Lesung noch ist, der soll sich mit der mündlichen Verhandlung befassen. Eine ähnliche Regelung, die auch Professor von Hein schon angesprochen hatte, findet sich im deutschen Recht in § 128a der ZPO, der die Zulässigkeit sowohl der mündlichen Verhandlung als auch der Beweisaufnahme im Wege der Bild- und Tonübertragung regelt. Natürlich ist Artikel 20 aufgrund der unmittelbaren Anwendbarkeit nach 288 Absatz 2 AJUV bedarf es keiner Umsetzung im deutschen Recht. Allerdings haben wir dem Bundesministerium trotzdem vorgeschlagen, einen ausdrücklichen Verweis auf Artikel 20 EuBVO in 128a Absatz 2 hinzuzufügen. Wenn man sich den Paragraph 172 des Entwurfs, des Referentenentwurfs von damals noch anguckt, dann sieht man, dass dieser auf die Artikel 12 fortfolgende, 19 und 21 der EuBVO verweist. Sachgründe, warum gerade auf Artikel 20 jetzt nicht verwiesen worden ist, haben sich nicht finden lassen. Deswegen dachten wir, das trifft sich ganz gut, wenn dann auch noch auf Artikel 20 verwiesen wird. Außerdem würde ein solcher Verweis auch zur Klarstellung und zur Stärkung dieses neuen Instrumentes beitragen. Kommen wir nun zu der Zusammenfassung unserer Vorschläge und was davon im Gesetzesbeschluss. Ja, wir haben dem deutschen Gesetzgeber vorgeschlagen, das Bundesamt für Justiz als zuständige Behörde nach Artikel 7 zu benennen, um EU-ausländischen Klägern die Adressermittlung zu erleichtern. Wir haben außerdem den Vorschlag gemacht, statt der mühsamen Möglichkeit der Adressermittlung über die Meldebehörden bzw. teilweise über Verbundanfragen die Anschriftsermittlung und Anschriftsabfrage über das Europäische Justizportal zu implementieren. Des Weiteren haben wir dann vorgeschlagen, dass zumindest im unternehmerischen Verkehr die Zustellung per E-Mail nach Artikel 19 Absatz 1 Buchstabe B der EuZVO zugelassen werden sollte. Und unser letzter Digitalisierungsschwerpunkt war, dass ein ausdrücklicher Verweis auf Artikel 20 in Paragraph 128a Absatz 2 ZPO eingeführt werden sollte. Zur Durchführung muss man dazu sagen, leider wurde keiner unserer Vorschläge so angenommen, wie wir uns ihn vorgestellt haben. Der einzige Trostpreis war sozusagen der Artikel 20, wurde zwar nicht auf den Artikel 20 wurde zwar nicht in den 128a verwiesen, aber zumindest in dem 1072 ZPO. Also zumindest in dem Hinblick ein persönlicher
Abschluss für unsere wissenschaftliche Arbeit. Vielen Dank. Aber Fragen machen wir dann ja danach. Genau. Herzlichen Dank für Ihren super Vortrag. Freut mich, dass Sie sich bereit erklärt haben, sozusagen hier Rede und Antwort zu stehen und nochmal zu highlighten, was sozusagen die Knackpunkte auch dieser Gesetzgebung sind. Es ist ja wie immer, gell? Man kann sich die schönsten Dinge überlegen, der Gesetzgeber macht doch, was er will. Manchmal macht er zwar das Richtige, aber oftmals macht er eben nicht das, was man sich wünscht. Jetzt würde ich gleich sagen, Herr Sojecki, ich übergebe gleich an Sie und Sie machen fröhlich weiter und runden das Bild sozusagen ab. Danke. Ja, vielen Dank. Ich werde jetzt mal meinen Bildschirm hier kurz teilen. Ganz kleinen Augenblick. Ich hoffe, wir haben Sie schon berechtigt. Ja. Sehen Sie mich? Ist das zu sehen? Ja, wunderbar. Ja, okay. Also Sie haben einen schönen Übergang eigentlich gewählt. Ich möchte Ihnen zunächst einmal danken, dass ich hier meine Sichtweise aus der Anwaltsperspektive kurz erläutern kann. Kurz zum Hintergrund. Also ich bin seit ungefähr 15 Jahren hier als Anwalt zugelassen in den Niederlanden, komme aber ursprünglich aus Deutschland und bin auch seit ungefähr 12 Jahren in Deutschland als Anwalt zugelassen und behandle eigentlich dieses Thema regelmäßig in meiner anwaltlichen Praxis. Und da stoße ich regelmäßig auf einige Probleme. Was ich Ihnen eigentlich zeigen wollte, ist kurz die Unterschiede zwischen den nationalen Zustellungen im Zivilverfahrensrecht in Deutschland und in den Niederlanden, dann kurz auf die grenzüberschreitende Zustellung in der anwaltlichen Praxis, wo ich eigentlich meine Erfahrung mit der alten EuZVO und dann wahrscheinlich mit der neuen, also die Aussichten, wie die neue EuZVO in der anwaltlichen Praxis und der gerichtlichen Praxis Anwendung finden wird. Und dasselbe werde ich auch kurz mit der Beweisaufnahme. Dann habe ich ein paar Zusammenpunkte formuliert, die ich aus meiner jetzigen Erfahrung auf jeden Fall so sehe. Kurz zum System der nationalen Zustellung. Und das ist wirklich entscheidend anders in Deutschland als in den Niederlanden. Also in Deutschland gilt ja die Zustellung von Amtswegen. Das heißt, man reicht eine Klage ein beim zuständigen Gericht und dann hat man eigentlich als Anwalt, denkt man, okay, das Gericht macht das ja schon irgendwie. Ja. Und der Vorteil ist natürlich, die Geschäftsstelle, die führt diese Zustellung aus, dass die wird meistens durch Postdienste erfolgt, die Zustellung, und ausnahmsweise halt durch einen Gerichtsvollzieher. Das Interessante daran ist eigentlich, dass das Gericht die Zustellung selbst kontrolliert. Das Gericht ist ja verantwortlich dafür. Das heißt, das Gericht muss eigentlich in dem Sinne die Zustellung vornehmen und auch schauen, wie zu vorzugehen ist. Allerdings gehe ich davon aus, also die Anwälte müssen natürlich die Daten vortragen oder anbringen, um überhaupt so eine Zustellung zu ermöglichen. Das heißt, das Gericht ist auch natürlich abhängig von den Angaben, die die Anwälte in der Klage angeben. Das niederländische System ist ganz anders. Denn im niederländischen System erfolgt die Zustellung im Parteibetrieb und die Zustellung erfolgt sogar auf die Art und Weise, dass das Gericht während des Zustellungsverfahrens überhaupt keine Kenntnis hat von der Zustellung. Weil das Verfahren wird hier eröffnet, indem man die Klage oder eigentlich den Klageentwurf dem Gerichtsvollzieher übergibt. Und der Gerichtsvollzieher halt im Auftrag des Klägers die Klage an den Beklagten zustellt. Und die Klage, das ist auch anders als in Deutschland, die hat eigentlich in den Niederlanden eine Doppelfunktion. Und es ist eigentlich nicht eine Klage. Also Dachfahrding wird das halt genannt.
Und die niederländische Klage ist sowohl die Klageschrift als auch eine Ladung zu dem Verfahren. Denn in dieser Klage wird angegeben, dass der Beklagte sich zu einem gewissen Termin, der liegt beim amtsgerichtlichen Verfahren meistens am Donnerstag und im landgerichtlichen Verfahren immer am Mittwoch um 10 Uhr, zu diesem Datum muss der Beklagte dann erscheinen, je nachdem. Und zwischen der Klagezustellung und dem Erscheinen muss mindestens eine Woche liegen. Das heißt, der Gerichtsvollzieher führt die Zustellung aus und dann schickt er mir die Klage als Anwalt zurück und ich bin dafür verantwortlich, dass die Klage bei Gericht eingereicht wird. Interessanterweise gibt es ja in Deutschland diese, wenn die Zustellung demnächst erfolgt, 167, was eigentlich das Gegenstück in den Niederlanden ist, dass die Sache anhängig ist ab dem Moment der Zustellung, vorausgesetzt, dass der Anwalt die Klage rechtzeitig bei Gericht einreicht. Das heißt, eigentlich ist das ganze System so ein bisschen spiegelverkehrt, wenn man das so sagen darf. Die Beteiligung des Gerichts ist in den Niederlanden, im Gegensatz zum deutschen Verfahren, eigentlich nur auf die Überprüfung der Zustellung also beschränkt. Denn der Richter, zum Beispiel bei einer grenzüberschreitenden Zustellung, möchte bei dem Einreichen dieser Klage schauen, ob diese Zustellung erfolgt ist. Das heißt, ob ich dieses Formular aus der Zustellungsverordnung, das muss ich dem Richter halt zur Verfügung stellen beim Einreichen meiner Klage. Gut, das ist einfach so kurz die Hintergründe des deutschen und des niederländischen Zustellungssystems. Jetzt, also die EuZVO in der anwaltlichen Praxis. Also ich habe ein paar Themen eigentlich aufgeschrieben, die doch ein bisschen interessant sind aus der anwaltlichen Praxis. Weil man versucht immer wieder, also die Theorie ist eine Sache und man hat natürlich dieses Werkzeug, was das, wie Sie schön das gesagt haben, man versucht natürlich diese wissenschaftliche Auseinandersetzung zu führen und dann hofft man, dass der Gesetzgeber das umsetzt und dann ist noch der nächste Schritt, ob das auch in der Praxis funktioniert, ist natürlich auch sehr relevant. Und es wird immer wieder versucht, aus eigener Erfahrung weiß ich, um die Vorschriften der EuZVO so ein bisschen zu umgehen. Ich kann Ihnen ein kurzes Beispiel nennen. Es gab ein Court Reding, das ist ein vergleichbares Verfahren wie die einstweilige Verfügung, naja, vergleichbar nicht genau, gab es gegen in einer markenrechtlichen Sache. Ich habe den Beklagten da vertreten und das war ein deutsches Unternehmen. Und ich habe mich dann, was gebräuchlich ist in den Niederlanden, dass man den Klageentwurf in einem Court-Reding-Verfahren der Gegenseite eigentlich per E-Mail zuschickt. Ja, es ist keine Zustellung an sich, sondern nur eine Kenntnisnahme, um es so zu sagen. Dass die wissen, an dem um den Tag findet halt die mündliche Verhandlung statt und das ist die Klage, das wird behandelt. Dann habe ich diesen Klageentwurf von meiner Mandantin erhalten und Kontakt aufgenommen mit dem niederländischen Anwalt. Und eigentlich hätte der Anwalt diese Klage zu meiner Mandantin nach Deutschland zustellen müssen, wenn er den offiziellen Weg gewählt hat. Aber allerdings haben wir dann abgesprochen, wissen Sie was, stellen Sie mal die Klage zu in meine Kanzlei, was natürlich auch möglich wäre. Und ich versichere, dass meine Mandantin dann erscheinen wird. Das heißt, mit solchen Absprachen kann man zumindest in den Niederlanden, weil diese Klagezustellung ja im Parteibetrieb erfolgt, recht flexibel umgehen.
Aber das ist halt nur, also diese Umgehung muss man eigentlich sehr vorsichtig sein, weil ja, Sie wissen alle, die ALDA-Entscheidung hat natürlich gesagt, die OEZVO kann nur in eigentlich zwei, es gibt zwei Ausnahmen von der Anwendbarkeit. Die eine ist, wenn die Anschrift halt nicht ermittelt werden kann, und die andere, wenn es einen Vertreter gibt, einen Zustellungsbevollmächtigten beziehungsweise einen Anwalt. Und in diesen Situationen, in den Fällen, ist halt eine Umgehung oder eine Nichtanwendung der OEZVO möglich. Ein ganz wichtiger Punkt ist die Ermittlung der Anschrift. Und das haben ja die Kollegen jetzt vom Max-Planck-Institut gerade gut erläutert. Denn das sind ganz praktische Dinge. Ich kann auch aus Erfahrung weiß ich, zum Beispiel hatte ich einen Fall, wo ein Niederländer sich auf einen Campingplatz in Deutschland verzogen hat, um einfach nur nicht hier am Rechtsverkehr teilzunehmen. Das heißt, und dann ist die Ermittlung der Post, der Wohnanschrift eigentlich sehr, sehr wichtig. Und ich kann nur einen Vorschlag teilen oder so einen Entwurf, der sagt, mach das am einfachsten für, weil das hat wirklich viel zu tun mit dem Zugang zum Recht, Zugang zum Verfahren. Wenn man nämlich die Adresse nicht ermitteln kann, dann hat man auch keine Möglichkeit, dieses Verfahren zu eröffnen. Das ist auch interessanterweise, gibt es hier auch große Unterschiede zwischen den Niederlanden und Deutschland. Sollte man eigentlich gar nicht denken. Weil in Deutschland kann man das Melderegister, wie Sie richtigerweise gesagt haben, eigentlich recht einfach anschreiben und man kriegt halt so eine Auskunft aus dem Melderegister. Hier muss ich viel mehr zeigen, dass ich eigentlich die Auskunft aus dem Melderegister benötige, um ein Verfahren zu eröffnen. Das Melderegister ist eigentlich geschlossen. Das heißt, was mache ich dann? Ich mache einen Klageentwurf und schicke den zum Gerichtsvollzieher und sage, weil die Gerichtsvollzieher haben hier Zugang zum Melderegister, stimmt diese Adresse? Etwas anderes gilt im Handelsregister, in der Kammer von Kaufhandel. Da ist alles öffentlich und auch recht einfach zugänglich. Das heißt, viel einfacher. Ich würde sagen, also die Beteiligung eines Anwalts am Zustellungsverfahren ist doch sehr beschränkt. Wir müssen die Angaben machen, in den Niederlanden den Gerichtsvollzieher beauftragen, was eigentlich auch problematisch sein kann, denn Sie müssen sich mal vorstellen, dass der Beruf des Gerichtsvollziehers ist hier ein freier Beruf. Die haben alle ihre eigenen Kanzleien. Und das heißt, es gibt gute und es gibt weniger gute. Ja? In Deutschland wird der Gerichtsvollzieher halt von dem Gericht beauftragt, um so eine Zustellung auszuführen. Und dann ist auch der Kontakt ein bisschen anders, habe ich auch ein bisschen erfahren. Aber halt das ist, in den Niederlanden kann ich jetzt heute anrufen und sagen, hey, lieber Gerichtsvollzieher, ich habe einen Auftrag für dich. Das ist ganz wichtig, mach das so, wie ich das jetzt sage. Und meistens ist diese Kooperation recht gut. Also da würde ich sagen, ist das Vorteil. Was ich aber auch noch aus eigener Erfahrung sehe, ist das Sprachproblem, also die Annahmeverweigerung, die wirklich in der OEZVO eine große Rolle spielt. Und wir sprechen auch hier also immer von der Vereinheitlichung des Zivilverfahrensrechts in der EU, um Verfahren durchzuführen, die harmonisiert sind. Aber meiner Ansicht nach ist das Sprachproblem die größte Barriere. Es ist nicht der Unterschied der Systeme oder die Unterschiedlichkeit der einzelnen Verfahren. Es ist vielmehr wirklich das Sprachproblem. Das Entscheidende ist natürlich zu erfahren, spricht die Gegenseite die Sprache? Riskiere ich es, um diese Klage halt nicht zu übersetzen? Und wenn ja, welche Konsequenzen habe ich damit, wenn ich das wirklich riskiere? Dann muss ich sagen, oder
wenn ich auf der beklagten Seite bin, kann ich dieses Verfahren ein bisschen torpedieren, um zu sagen, ja, Sie haben das wirklich nicht gut übersetzt. Die Übersetzung stimmt nicht oder es gibt keine Übersetzung oder die Anlagen wurden nicht übersetzt. Und so weiter kann man das halt für sich nutzen oder auch nicht nutzen. Aber entscheidend ist, dass man sich bewusst ist, dass diese Möglichkeiten überhaupt bestehen. Das ist, glaube ich, am entscheidendsten. Na, wie sieht die neue EuZVO aus? Also die Umgehung wird, glaube ich, noch komplizierter. Es gab ja den Entwurf der EuZVO, der wirklich gesagt hat, wann die EuZVO anwendbar ist. Und, ich finde das ein bisschen schade, dass der europäische Gesetzgeber das nicht eingeführt hat in den Artikel, ich weiß nicht mehr, welcher das war, aber dass er das nicht eingeführt hat, sondern dass es nur in Anführungsstrichen in den Erwägungsgründen aufgenommen wurde. Die Ermittlung der Anschrift, das finde ich einen sehr, sehr entscheidenden Punkt, weil es ist wirklich aus der Praxis sieht man sehr deutlich, dass das eine große Hürde zum Zugang zum Recht darstellen kann. Ich bin auch ein bisschen überrascht, dass die deutsche Umsetzungsverordnung oder das deutsche Durchsetzungsgesetz das eigentlich so ein bisschen kompliziert. Es gibt diesen Zugang, stimmt, aber macht das einfacher. Macht es einfacher, ermöglicht, dass dieser Zugang, wie auch in dieser Stellungnahme vom Max-Planck-Institut vorgeschlagen, dass der einfacher zugänglich ist. Ich glaube, für den Anwalt an sich ändert sich nicht viel an diesem ganzen, an dieser ganzen Zustellung und dem Zustellungsverfahren. Es bleibt einfach dabei, dass wir mehr oder weniger das Verfahren ein bisschen kontrollieren oder halt eine Übersicht dann kriegen. Das wäre schon ganz gut, wenn wir wissen, ob überhaupt Fehler entstanden sind, dass jetzt aus deutscher Perspektive das Gericht alles gut gemacht hat oder aus der niederländischen Perspektive, dass der Gerichtsvollzieher keinen Fehler gemacht hat. Und entscheidend ist dann natürlich, dass die Gerichtsvollzieher hier in den Niederlanden und auch in Deutschland, die Geschäftsstelle, wirklich sich bewusst ist über die Änderung der neuen EuZVO. Der Gerichtsvollzieher, mit dem ich immer zusammenarbeite, den habe ich heute angerufen, zufälligerweise. Und denkt daran, die neue EuZVO ist heute in Kraft getreten. Da kann sich noch viel ändern. Schau mal nach. Und ich so, ja, okay, weiß ich. Also es ist wirklich entscheidend, dass man sich bewusst ist, dass diese Neuerungen überhaupt Erfolg sind und welche Neuerungen, welche Konsequenzen die mit sich bringen. Ich glaube noch immer, dass das eines der meisten Probleme, also der praktischen Probleme, ist das Annahmeverweigerungsrecht und mit dem eigentlich auch die Frage nach den Sprachkenntnissen des Beklagten. Denn, die haben natürlich zwar die Rechtsprechung des EuGHs ist eigentlich sehr deutlich. Aber auf der anderen Seite kommt man immer in Situationen, wo gerade immer das Extreme anwesend ist. Also ich hatte jetzt dieser Fall zum Beispiel mit dem Niederländer, der auf den Camping, umgezogen ist in Deutschland, da habe ich wirklich riskiert oder halt gesagt, die Klage, die werden wir nicht übersetzen. Die werde ich auf Holländisch, auf Niederländisch halt zustellen lassen, weil er ist ein Niederländer, das ist deutlich, er ist hier in den Niederlanden aktiv und wenn er sagt, die Klage sei halt nicht übersetzt und deshalb verstehe er die nicht, dann sehe ich hier das einen ganz klaren Fall. Aber es gibt auch andere Fälle, von denen, die ich, sagen wir mal, kenne, zum Beispiel jemand, also mein Name ist ja nicht richtig deutsch, ich bin in Polen geboren und mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen. Also ich spreche noch Polnisch, aber kein
juristisches Polnisch, legal Polnisch, wie man das halt auf gut Deutsch sagen kann. Und wenn ich jetzt einen polnischen Schriftsatz vom Gericht kriege mit einer Ladung und einer Klage, kann ich den verstehen? Glaube ich nicht. Also wie weit geht das? Ich bin zwar Jurist, aber auf der anderen Seite, das polnische Recht oder die polnische Sprache, juristische Sprache, die kenne ich nicht. Und diese Extremfälle, die es gibt, die, da muss man halt immer, die muss man halt immer beachten. Na, kurz dann noch zur Beweisaufnahme. Also die Diskussion ist ja, ist die Beweisverordnung, ist die zwingend anwendbar? Ich kann nur, ich freue mich über die Diskussion mit die Professor von Hein hier dargestellt hat. Der Videoeinsatz ja direkt über die EuBVO. Ich habe letztens, das war, ich muss auch sagen, Corona hat viel geändert. Corona hat eigentlich, und das finde ich auf der einen Seite sehr, sehr interessant, aber Corona hat gezeigt, dass wir diesen Schritt weitergehen können und zum Beispiel diese Videokonferenzen ohne größere Fragen durchführen werden. Meine erste Verhandlung, die online war, war im März, nee, April, hier in den Niederlanden. Ich habe mir meine Robe angezogen und es war eigentlich, ja, ich muss sagen, eigentlich ganz toll, wie pragmatisch das erfolgte. Und wenn man wirklich sich realisiert, dass so eine Diskussion über die Sicherheit, Datenschutz und alles andere, was damit zusammenhing, durch Corona zur Seite geschoben wurde, weil ansonsten wären ja könnten ja die Gerichte überhaupt nicht funktionieren. Und das war schon ganz toll, muss ich sagen, dass das eigentlich dieser Pragmatismus auch in der Justiz eingetreten ist. Aber es gibt natürlich Fragen. So ein Videoeinsatz hat immer seinen Vorteil, aber auch ein paar Nachteile. In einem Gerichtssaal gibt es eine bestimmte Stimmung, eine bestimmte Atmosphäre. Und die hat man natürlich nicht. Diese Interaktion zwischen der Klageseite, der beklagten Seite und dem Gericht, die ist natürlich innerhalb so eines Videoeinsatzes weniger anwesend als wenn man halt in Person in diesem Gerichtssaal sitzt. Und ich hatte ein Verfahren, es ging um eine Zeugenbefragung beim Berufungsgericht hier in Amsterdam, Gerechtshof Amsterdam. Und was die gemacht haben, ich musste gleich an die europäische Beweisaufnahme denken. Das Gericht hat gesagt, okay, die Anwälte, die müssen erscheinen. Corona-Proof mit Maske und mit alles. Aber die Parteien, die werden sich über eine Videoverbindung halt einwählen und über diese Videoverbindung halt wird die Beweisnahme, Aufnahme erfolgen. Und das Interessante war, meine Mandantin kam aus Polen, das heißt, ein Teil der Zeugen, die waren in Polen, und ein anderer Teil war in Deutschland. Und, aber das wusste das Gericht nicht, dass die in Deutschland waren, weil auf dem Papier waren das Polen. Und habe ich mir überlegt, wie ist das vereinbar mit dieser mit der Beweisaufnahmeverordnung. Und ich muss sagen, das Gericht hier in den Niederlanden hat das sehr pragmatisch gemacht. Und eigentlich die ganze Diskussion wurde überhaupt hier nicht geführt. Da sieht man auch wieder, dass bestimmte Sachen, die in der Wissenschaft vielleicht eine ganz erhebliche Rolle spielen, in der Praxis einfach gemacht werden. Also, weil man hat eigentlich keine andere Möglichkeit. Ein anderer Punkt, der hier auch sehr in der Praxis spielt, ist folgendes. Es gibt natürlich eine gewisse Regelung des Beweisrechts, die im Detail vielleicht zwischen zwei Mitgliedstaaten der EU unterschiedlich sind. Das heißt,
habe ich Zugang zu bestimmten Beweisunterlagen? Wie sieht es aus mit Unterlagen? Kann ich die schnell in einem Land erhalten, um sie in einem anderen Land in einem Verfahren zu verwerten? Also ich habe das hier den Geheimnisschutz im Beweisverfahren auch so ein bisschen genannt. Wie gehen die einzelnen Gerichte damit um? Und da finde ich, ist die, diese grenzüberschreitende Beweisaufnahme kann natürlich einen großen Vorteil bringen. Und zwar in dem Sinne, dass man sich wirklich überlegen muss, gehe ich diesen Weg über die Beweisnahmeverordnung oder gehe ich direkt an das Land? Also zum Beispiel lege ich irgendwo, mache ich eine Beweisfindung, wie das hier zum Beispiel in den Niederlanden möglich ist. Ja. Oder wie ist die Rechtsprechung zum Beispiel zur Einsichtnahme in Dokumente, die ich dann später in einem anderen Land verwenden kann. Also diese Konkurrenz zwischen diesem nationalen System und untereinander und der Beweisverordnung ist natürlich ein sehr spannendes Thema und muss jedes Mal in der Praxis eigentlich gut durchgeführt werden und überdacht werden, wie das eigentlich gelöst werden sollte. Das sind so ein paar Punkte, die ich Ihnen kurz mitgeben wollte, vielleicht für die Diskussion. Ich glaube, in der Neufassung der Beweisaufnahmeverordnung wird sich also auch in dem Sinne nicht viel ändern. Es liegt natürlich immer im Ermessen des Gerichts, ob es die Beweisnahmeverordnung halt anwendet und dieses Beweisverfahren nach der Beweisaufnahmeverordnung halt durchführen lässt. Also ich würde sagen, die beide Verordnungen spielen in der anwaltlichen Praxis keine direkte Rolle. Ist natürlich sehr wichtig, aber wir sind so ein bisschen, wir müssen doch, also das Verfahren so ausführen, wie wir es eigentlich nach nationalem Recht kennen. Und es sind nur unterstützende Mechanismen. Allerdings können diese Verordnungen einen Einfluss auf das Verfahren haben. Ja? Ich glaube auch, dass die Neufassung sich grundsätzlich nicht so viel ändern, dass der Einfluss sich, sagen wir mal, der Anwaltschaft sich ändert auf diese Mechanismen. Aber trotzdem finde ich es sehr wichtig und sehr bedeutsam, dass man aus der anwaltlichen Sicht sich bewusst ist, welche Folgen diese neuen Verordnungen bzw. das System an sich haben kann. Man muss es wissen. Man muss mit diesen ganzen Folgen der Anwendung bzw. Nichtanwendung umgehen können. Und aus diesem Grund ist es halt wichtig, dass man sich bewusst ist, dass diese Mechanismen existieren. Ich danke Ihnen ganz herzlich und stehe für weitere Fragen gerne zur Verfügung. Ich muss noch ganz kurz eine Sache sagen. Ich sitze mit einer Sache. Ich werde mich kurz auswählen, aber mich übers Handy wieder einwählen. Ich muss nämlich kurz irgendwo weg, aber ich bin noch ungefähr 10 Minuten kann ich noch hier sein. Also hinter meinem Computer. Ich bitte Sie um Verzeihung. Gar kein Problem. Und erstmal ganz, ganz, ganz vielen Dank für den praktischen Einblick gerade in die grenzüberschreitende Tätigkeit und Arbeit. Ich gehe davon aus, dass es eine Vielzahl von Fragen, Anmerkungen, Kritik gibt. Gerade die Kritik am Gesetzgeber könnte möglicherweise Widerspruch hervorrufen. Und habe selber auch noch ein paar Fragen, aber ich würde erstmal, mögen Sie die Hand heben, wenn Sie eine Frage haben. Das macht es, glaube ich, am einfachsten. Dann würde ich der Reihe nach quasi dran nehmen. Peter. Du bist, glaube ich, der Erste. Bin ich das? Okay, danke.
Also ich möchte zunächst einfach nur eine Beobachtung teilen. Und das ist nämlich wirklich die, in unserem deutschen ZPO-System ist ja die Zustimmung wirklich in die Hand des Gerichts gegeben. Und ob Sie es glauben oder nicht, ich habe dieser Tage eine Akte auf dem Tisch gehabt. Da hat ein nicht allzu kleines deutsches Landgericht im Jahre 2022 versucht, meinem Mandanten in Großbritannien nach der EuZVO zuzustellen. Jetzt bin ich hier auf der beklagten Seite tätig und ich könnte zynischerweise sagen, gut, wenn es nicht klappt, kann es mir egal sein. Aber erstens ist es Zufall. Es könnte genauso gut auch mal umgekehrt gehen. Und in diesem Fall könnte man sagen, da war jetzt wirklich auch so ein Verjährungsrisiko. Ne? Zu wessen Lasten gehen denn eigentlich diese Fehler, die ein Gericht da begeht? Also ich hätte große Sympathie dafür, im deutschen Recht auch zumindest optional die Parteizustellung zuzulassen. Und der andere Punkt ist wahrscheinlich ein sehr pragmatischer. Es müsste Kompetenzzentren innerhalb der Justiz für dieses Thema geben. Sei es auf Bundeslandebene, sei es auf der Ebene eines OLG-Bezirks. Denn ersichtlich ist die Bereitschaft der einzelnen Richter und der einzelnen Geschäftsstellen, sich da einzuarbeiten, beschränkt. Und das ist sozusagen die Anekdote, die ich teilen wollte von der Front. Und mich würde eben die Sicht des Gesetzgebers interessieren, warum er denn die aus meiner Sicht eigentlich durchweg zu begrüßenden Vorschläge des MPI nicht hat aufnehmen wollen. Ich muss mich anmuten, sonst hört mich keiner. Genau. Dazu schon irgendwelche Anmerkungen, direkter, indirekter Art? Oder Philipp, wolltest du direkt darauf was sagen oder hast du eine eigene? Ich wollte darauf gar nicht, aber allerdings haben wir ja eine Vertreterin des BMJ hier, die so ein bisschen Einblick haben sollte in die Hintergründe der Gesetzentstehung. Vielleicht können wir sie ein bisschen aus der Reserve. Ich will nicht nötigen wollen, sich dazu öffentlich zu äußern. Genau. Philipp, sonst magst du erstmal ja, deine Frage oder Anmerkung. Genau, sonst stelle ich einfach mal die Frage. Wir haben das Handheben-Tool, genau. Genau. Und zwar bin ich mir jetzt nicht sicher, ob Herr Sujecki schon wieder zurück ist. Und zwar wollte ich einfach ganz, ganz, ganz praktische Frage mal stellen. Wir haben ja gehört, dass das mit der Auslandszustellung manchmal umgangen wird, also mit der Zustellungsverordnung umgangen wird, indem man sich halt im Land verständigt und dann im Land zustellt. Wie machen Sie das denn, wenn jetzt da einer nicht kooperativ ist und nicht im selben Land sitzt? Was nutzen Sie denn für Wege der Zustellung? Ist das immer noch sozusagen der alte Weg? Sie arbeiten oft mit Gerichtsvollzieher zusammen, haben Sie schon gesagt. Aber inwieweit sind denn elektronische Wege da tatsächlich aus Ihrer Praxis genutzt oder gangbar oder wo liegen da die Hürden? Und was meinen Sie, werden die Hürden größer oder abgebaut jetzt durch die neue Zustellungsverordnung? Also ich glaube schon, dass die Hürden abgebaut werden durch die neue Zustellungsverordnung, um einfach die elektronische Zustellung ermöglicht wurde, also jedenfalls in Theorie. Also die elektronische Zustellung wird hier kaum verwendet. Es gibt nur einen Fall, wo der Gerichtsvollzieher eine Pfändung eines Kontos bei einer Bank macht. Dann darf er also diese Pfändungsurkunde, die Explode, halt elektronisch der Bank zustellen. Das ist der einzige Fall, der hier halt geregelt wurde. Aber es gibt schon andere Fälle, wo sich zum Beispiel der Beklagte halt
probiert alles zu tun, um diese Klage halt nicht zu erreichen. Und ich habe irgendwo mal gelesen, aber ich weiß nicht mehr, die Klage wurde auch über Messenger, Facebook zugestellt und über andere Sachen. Und da hat das Gericht gesagt, na, er muss es halt erhalten haben. Also es kann nicht so sein, weil der Gerichtsvollzieher hat alles versucht und nichts hat halt funktioniert. Und da haben sie, man versucht halt so ein bisschen, exotische Wege zu wählen, um halt diesen Zugang zu Gericht, finde ich richtigerweise, zu garantieren. Aber der Punkt von den Kollegen vom Max-Planck-Institut ist natürlich vollkommen richtig. In einem normalen Geschäftsverkehr werden E-Mails hin und her gewechselt, in denen es über hunderte Millionen Autos geht. Also die Informationen sind so sensibel und da wird überhaupt nicht nachgedacht, dass es da irgendwelche Veränderungen oder Probleme geben könnte. Und aus diesem Grund finde ich, also ich habe meine Dissertation zum elektronischen Mahnverfahren 2008 fertiggestellt. Und da habe ich einen Teil mir mal angeschaut, wie ist Artikel 6 der Europäischen Menschenrechtskonvention vereinbar mit diesem elektronischen Rechtsverkehr. Und ich weiß noch, ich habe ein paar Kongresse auch innerhalb der EU dazu besucht und es gab immer diese Ideen oder diese Angst, dass irgendetwas verändert wird und dass irgendetwas nicht ankommt oder nicht bei der Person ankommt. Wir sind jetzt mittlerweile fast 14 Jahre weiter und wir überlegen uns immer noch dieselben Fragen. Irgendwann müssen wir uns auch, glaube ich, offen stellen für diese Änderungen, für diese technischen Änderungen. Es gab hier in den Niederlanden, das ist vielleicht auch noch ganz interessant, ein System des elektronischen Rechtsverkehrs. Und dieses System funktionierte, dass es gab eine elektronische Akte, das hieß KAI. Man konnte an zwei Gerichten, das eine Gericht war hier in, ich wohne in Utrecht, war hier in Utrecht, das andere war in Arnheim. Und da konnte man elektronisch alles einreichen. Das heißt, ich habe hier, ich kann Ihnen zeigen, so einen Ausweis mit einem Foto, ich muss mich einloggen und dann kann ich als Anwalt dieses System eigentlich einloggen und das System nutzen. Das Problem war, das hing zusammen mit dem Justizministerium, dass dieses System nicht funktionierte und letztendlich abgeschafft wurde. Finde ich schade, weil ich fand das ein sehr interessantes System. Aber was jetzt seit Beginn dieses Jahres möglich ist, ist, dass man Antragsschriften zur Pfändung übers Internet einreichen kann. Und das geht eigentlich sehr einfach. Vielleicht kann ich meinen Bildschirm noch mal teilen. Ich werde mal das ganz kurz ich kann Ihnen ganz kurz zeigen. Das sind natürlich wertvolle Einblicke, die wir sonst nicht kriegen würden. Das ist super. Also, das ist die Internetseite der niederländischen Justiz. Ja? Und jetzt muss man hier zum Beispiel, das ist alles auf Niederlande, hier kann man Entscheidungen suchen und hier gibt es Formulare. Hier kann ich als Bürger, als Organisation oder als Rechtsanwalt mich einloggen. Dann komme ich da halt hier an. Und hier ist digital prozedieren, also digitale Verfahrensführung. Und jetzt kann ich hier zum Beispiel Beschlagrequeste, das sind Antragsschriften für eine Pfändung, die kann ich hier elektronisch einreichen. Aber ich kann auch, und dann gehe ich mal ganz kurz zurück. Jetzt geht das nicht. Ich kann hier zum Beispiel ein Gericht suchen, der Rechtsbank. Also das sind jetzt Landgerichte. Jetzt gehe ich hier, sagen wir mal, Amsterdam und ich möchte mit dem Gericht elektronisch halt kommunizieren, E-Mails auswechseln. Dann gibt es hier eine Möglichkeit, das heißt SIVA. Das ist ein System, das sich hier halt behauptet hat.
Ich klicke auf dieses Ding und ich muss dann hier meinen Namen und meine E-Mail-Adresse eingeben. Dann erhalte ich eine E-Mail vom Gericht, ja, und muss darauf antworten. Und damit ist halt eine elektronische Kommunikation mit dem Gericht möglich. Aber das gilt nur halt für Anwälte, weil da muss man sich speziell noch einloggen und hat man ein spezielles Account da. Also wie gesagt, es gibt schon Bestrebungen, um es einfach zu lösen. Eine letzte Anmerkung. Es klingt alles ganz einfach in den Niederlanden. Es ist kein föderales System. Das heißt, in Deutschland haben wir natürlich noch das föderale System, dass jedes Land verantwortlich ist für die Justiz. Und das macht es natürlich auch ein bisschen schwieriger. Ja, ganz vielen Dank. Gibt es dazu Anmerkungen? Wo Sie das nochmal an Herrn Sujecki dann die Frage, wo Sie vorhin auch bei Beweisaufnahmen diesen pragmatischen Ansatz schilderten, so ob die in Polen sind oder in Deutschland sind, Genehmigung, wir machen das jetzt einfach, das machen ja nun viele deutsche Gerichte auch so, manchmal in Kenntnis, manchmal auch in Unkenntnis. Wenn ich so eine Zustellung per E-Mail versuchen würde an eine Partei in den Niederlanden und die Partei mir das bestätigen würde, so wie es die OZVO in 19.1 Nummer 2 vorsteckt, würde das niederländische Gericht dann sagen, ist okay, können wir so machen? Oder würde das niederländische Gericht sagen, das geht nicht? Also umgekehrt, ich aus den Niederlanden jemandem in Deutschland das per E-Mail zustellen und der in Deutschland würde sagen, ja, bin ich mit einverstanden, bestätige ich. Ich würde sagen, die würden das nicht so einfach zulassen. Okay. Aber es gibt natürlich die Situation, wo so, bei der Klageschrift habe ich so meine Zweifel, ob das bloß, da müssten viele Anlaufmomente sein. Wenn das ein Gerichtsvollzieher vielleicht machen würde, dann würde das Gericht anders sehen. Also nicht, wenn ich jetzt so eine Klage zustellen würde. Also da muss schon der offizielle Weg über den Gerichtsvollzieher vorgenommen werden. Mhm. Okay. Ja, dann gerne hätte Frau Deters oder Herr Else. Die sitzen genau andersrum als die Namen und stehen, das macht... ist die besondere Herausforderung für mich heute, genau. Ja, vielleicht als kleine Reaktion auf den Kommentar von Herrn Berg zur Parteizustellung. Und da muss ich sagen, da haben wir, glaube ich, eine ganz ähnliche Beobachtung gemacht, dass man teilweise auch anekdotisch oder auch teilweise in Zeitschriften berichtet von Verfahren hört, wo demnächst dann irgendwie auch in 2 Jahren oder noch länger bedeuten kann, weil aus dem Fall oder aus dem Grund, wie Sie geschildert haben, oder aus irgendeinem anderen Grund mit der Zustellung im Ausland beim Gericht irgendwas schiefläuft und die Übersetzung so lange dauert. Und da wäre auch unser Votum, dass es insbesondere bei der Auslandszustellung es oft die Parteien sind, die besser wissen, wie eine Auslandszustellung zu bewirken sind, ist, die möglicherweise auch, das haben wir, Herr Sujecki, auch sehr schön illustriert, dass die Nationalität eines Beklagten, eines Zustellungsadressaten noch nicht unbedingt eine Gewähr dafür sein muss, dass der auch eine Klageschrift in dieser Sprache verstehen und erhalten soll. Das heißt, insbesondere in vertraglichen Streitigkeiten wird es regelmäßig ja so sein, dass die Parteien sich untereinander besser kennen und insbesondere dann auch wesentlich besser wissen, in welcher Form, auf welcher Sprache die Zustellung zu bewirken ist. Das heißt, wir würden auch befürworten, gerade bei der Auslandszustellung, dass man da, wenn die Partei es möchte, dass man da auch die Möglichkeit der Parteizustellung schafft. Und hier vielleicht noch eine kleine Beobachtung zur Änderung der OZVO, die jetzt nicht die Digitalisierung unmittelbar betrifft, sondern eher die Parteizustellung. Es gab bei der Postzustellung, was früher der Artikel 14 und heute der Artikel 18 war, einen längeren und auch länger jetzt zurückliegenden Streit darüber, ob die Postzustellung nur im Amtsbetrieb zulässig ist oder auch im Parteibetrieb möglich ist. Und da hat dankenswerterweise der EU-Gesetzgeber Artikel 18 so in den Passiv geändert, dass damit klargestellt ist, dass es auch im
Parteibetrieb zulässig sein muss. Und in gleicher Weise ist jetzt auch Artikel 19 formuliert. Also nicht mehr, dass jedem Mitgliedstaat das frei steht, was gerade zu diesen Auslegungsschwierigkeiten geführt hat, sondern dass auch Artikel 19 in diesem Passiv formuliert ist, dass gerichtliche Schutzstücke zugestellt werden können, dass insofern auch da zweifelsfrei sein sollte, dass diese neue Art der elektronischen Zustellung auch im Parteibetrieb zulässig sein sollte. Genau, wir hatten das auch in unserer Stellungnahme noch mit vorgeschlagen, dass wir die Zustellung im Parteibetrieb, dass es sinnvoll wäre, dass man das ausweitet und eben nicht nur in diesen begrenzten Anwendungsfällen, die wir in der ZPO haben, genau, dass wir in grenzüberschreitenden Verfahren das in mehreren Fällen machen können. Vielleicht noch etwas, ein Argument, was genannt wurde für den Amtsbetrieb, dass es wohl eine Warnfunktion geben solle, wenn man den großen gelben Umschlag, die Postzustellungsurkunde bekommt, dann ist man als Normalbürger gewarnt, hier ist was Wichtiges, das muss man sich vielleicht angucken, während man das jetzt bei elektronischen Zustellungen vielleicht weniger hat, wenn da einfach nur eine E-Mail kommt, sieht das weniger wichtig aus als mit dem großen gelben Umschlag. Natürlich vor dem Hintergrund, dass wir eben jetzt schon die elektronische Zustellung zugelassen haben, verliert die Warnfunktion natürlich ein bisschen an Bedeutung. Ja, Philipp, gerne du. Ja, ich hätte eigentlich noch zwei kleine Fragen. Eine an Frau Dissers und Herrn Elsner. Sie haben ja gesagt, diese Adressermittlung, da bin ich voll bei Ihnen, dass das irgendwie, wenn das dezentral ist für jemanden, der aus dem Ausland kommt, die deutsche föderale Struktur, dezentrale Struktur nicht kennt, natürlich ein Horror ist, da eine Adressermittlung zu machen. Haben Sie in Erfahrung gebracht, was denn die Gründe sein könnten, dass man sich da nicht auf eine zentrale Informationszuständigkeit, wie jetzt beispielsweise Bundesamt für Justiz, einigen konnte? Und die zweite Frage wäre an Herrn von Hein. Da haben wir auch gesagt, zwingend elektronische Kommunikation zwischen den Gerichten, E-Kodex, kommt bald. Wie realistisch ist denn das Ihrer Einschätzung nach, dass das wirklich bald kommt? Wenn man so die E-Akteneinführung anschaut, dann stehen einem ja eh schon die Haare zu Berge und im grenzüberschreitenden Verkehr und der Kommunikation ist es ja nochmal schwieriger, da die dezentralen Schnittstellen auch alle hinzukriegen. Was meinen Sie denn dazu? Vielleicht erst die erste Frage. Ja, wir haben leider keinen Grund in Erfahrung bringen können, warum Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben A und B nicht umgesetzt wurden. Insofern kann ich nur eine Vermutung äußern, warum es so ist. Eine Vermutung hinsichtlich der Nichtbenennung des Bundesamts der Justiz als zentralen Anlaufstelle ist wahrscheinlich, dass das natürlich auch Arbeit bedeutet. Herr Sujecki hat hervorgehoben, wie relevant die Adressermittlung ist. Und auch wenn sich Synergieeffekte daraus ergeben, dass das Bundesamt der Justiz bereits in anderen Fällen als zuständige Stelle, die man im Wege der Adressermittlung ansprechen kann, benannt ist, würde ich doch denken, wenn an so einer zentralen Stelle wie in der EuZVO oder für Zustellungszwecke im europäischen Rechtsraum das Bundesamt der Justiz benannt werden würde, dass das wahrscheinlich bedeuten würde, dass man da doch wahrscheinlich auch mehrere weitere Stellen schaffen müsste, was weitere Kosten verursachen würde. Das wäre meine Vermutung hier. Und hinsichtlich des zentralen Portals der Adressermittlung bzw. die Implementierung einer Adressauskunft über das europäische Justizportal ist meine Vermutung, dass das Meldewesen, so wie wir das sehen, ja Landesrecht ist. Es gibt ja die unterschiedlichen Landesmeldegesetze. Und ich kann mir vorstellen, gerade auch wie es zeigt, es gibt verschiedene Kooperationen zwischen einigen Bundesländern, aber auch nicht zwischen allen Bundesländern, dass hier
so ist unsere Vermutung, der Föderalismus die Ursache ist, dass man sich nicht auf eine Kooperation aller 16 Bundesländer über ein einheitliches Portal, was dann auch noch über das europäische Justizportal abrufbar ist, hat einigen können. Ja, das hätte ich jetzt auch vermutet, dass es erstens die Ressourcenfrage ist und zweitens der Föderalismus, der das verhindert. Man hätte das ja wie auf EU-Ebene mit den ganzen Gesellschaftsregistern und so weiter, hätte man ja auch so ein Gateway schaffen können, wo das dann dezentral weiter verlinkt ist, auch wenn das nicht schön ist. Genau. Ja, Herr von Hein. Ja, das ist jetzt eine etwas komplexe Frage. Ich hatte ja schon darauf hingewiesen, dass die intertemporale Regelung zum Inkrafttreten oder zum Geltungsbeginn der Neufassung der EuBVU etwas Komplexes grundsätzlich, deswegen sind wir auch, also nicht oder nicht zuletzt aus dem Grund, treffen wir uns ja heute hier virtuell, weil die Beweisaufnahmeverordnung heute in Kraft tritt. Das gilt aber gerade eben nicht für den Artikel 7 über das dezentrale IT-System. Für den gilt in Artikel 35 Absatz 3 eine Spezialvorschrift. Artikel 7 gilt ab dem ersten Tag des Monats, der auf den Zeitraum von 3 Jahren nach dem Tag des Inkrafttretens der in Artikel 25 genannten Durchführungsrechtsakte folgt. So, diese Durchführungsrechtsakte zum IT-System, die konnten natürlich erst dann jetzt in Angriff genommen werden, nachdem die E-Codex-Verordnung vorliegt, weil man sonst ja keinen Rahmen hätte, auf den man hätte aufsetzen können. So, die E-Codex-Verordnung haben wir nun. Jetzt müssen die Durchführungsrechtsakte geschaffen werden. Und wenn die dann vorliegen, dann dauert es nochmal 3 Jahre, bis Artikel 7 gilt. Bis dahin gilt weiterhin Artikel 6 der alten Fassung der Beweisaufnahmeverordnung. Das heißt, es gilt weiterhin der Grundsatz, dass Ersuchungen auf dem schnellstmöglichen Wege übermittelt werden müssen, mit dem der ersuchte Mitgliedstaat sich einverstanden erklärt hat. Das heißt, für diesen Übergangszeitraum muss man weiterhin nach der alten Fassung der Beweisaufnahmeforderung, die insoweit, also dieser einzelne Artikel 6, der gilt also für diesen Übergangszeitraum fort, weiterhin schauen, was akzeptiert denn der ersuchte Staat, E-Mail, Fax, nur Postverkehr, das muss man dann weiterhin jeweils ermitteln. Da werden also dann die Vorauflagen zur alten EuBVU noch einen gewissen Nutzungswert haben. Ja, da sind meines Wissens nicht sehr viele Mitgliedstaaten dabei mit der elektronischen Übermittlung. Nein, also da wird sich jetzt, gerade jetzt wird sich wahrscheinlich auch nicht mehr viel daran ändern, weil alle jetzt auf das Inkrafttreten des neuen Systems warten und große Experimentierfreude hat man selten in solchen Übergangszeiten und warten lieber alle darauf, dass man ein einheitliches, verlässliches System bekommt. Das wäre jetzt auch meine Prognose. Ja, klar, da muss man jetzt sehen, dass man da tatsächlich auch Ressourcen locker macht und die da reinsteckt, damit das gut wird, ja, damit nicht diese Situation passieren, wie Herr Sujecki ja auch schon gesagt hat, dass man da was hat, was nicht funktioniert, was zwar gut gemeint ist, aber schlecht gemacht. Eine Frage habe ich noch an Sie, Herr von Hein. Sie hatten ja völlig zutreffend erwähnt, dass diese Abgrenzung zwischen Beweisaufnahme und Beweisbeschaffung in Streit ist, also die genaue Grenzziehung. Wenn wir jetzt die EuBVO haben und, sagen wir so, sonstige völkerrechtliche oder nationale Instrumente, die mit dieser Grenzlinie unterschiedlich umgehen, dann könnten wir doch, wenn wir jetzt sagen, die EuBVO ist nicht abschließend, sondern jeder kann das Recht wählen, das ihm günstig erscheint, das ihm halt eine Lösung bietet, dann hätten wir unter Umständen die Gefahr, dass wir gerade diese Grenze zwischen Beweisaufnahme, Beweisverschaffung dann wieder verwischen. Ja. Ja. Und damit die Schwierigkeit letztlich, dass man sozusagen gewisse Garantien aus der Beweisverordnung und gewisse Mechanismen, dass man die eben aushebelt, je nach unterschiedlicher dezentralem Gusto. Ja, klar, das ist die Gefahr. Deswegen ist das ja auch das ewige Streitthema der internationalen Rechtshilfe. Ich habe ja schon
vor 20 Jahren angefangen, die Beweisaufnahmeverordnung zu kommentieren. Und mein Vorschlag war damals auch grundsätzlich eben dieser herrschenden Meinung von der fakultativen Natur zu folgen, also Beweisbeschaffung schon zuzulassen, aber in den Fällen, in denen bei verordnungsautonomer Qualifikation, Auslegung eine Beweisaufnahme als unmittelbare Beweiserhebung im Ausland zu qualifizieren ist, dass dann auch das Genehmigungserfordernis nach der EuBVU einzuhalten ist. Das wäre aus meiner Sicht, und das vertrete ich ja im Kern immer noch, ein einigermaßen handhabbares Abgrenzungskriterium gewesen, aber dem ist der EuGH ja so nicht gefolgt, sondern hat in seiner Pro-Rail-Entscheidung gesagt, naja, man braucht doch nicht unbedingt eine Genehmigung, wenn man den Sachverständigen ins Ausland schickt, da muss man sich anschauen, wo soll der sich denn da umsehen und braucht er irgendwie hoheitliche Hilfe, und das macht das Ganze dann natürlich wirklich sehr stark einzelfallabhängig. Mein Trierer Kollege, langjähriger Trierer Kollege Walter Lindacher, einer der Doyens des internationalen Zivilprozessrechts, hat das in einer Festschrift so schön als Verharmlosung des Sachverständigenhandelns, als touristische Reise beschrieben. Man kann das natürlich so sehen. Es gibt eben auch viele Kollegen, Heimo Schack zum Beispiel, die sagen, ach, der Sachverständige, der zwingt ja keinen, der guckt sich da ja nur um. Das kann man natürlich grundsätzlich so sehen. Andererseits ist der gerichtlich bestellte Sachverständige, wenn er im Ausland unterwegs ist, ja von seiner ganzen Funktion her doch etwas anderes als ein Tourist, der sich einfach nur irgendwelche alten Gebäude ansieht. Also das ist das Grundproblem, dass der EuGH im Grunde bei der Prüfung aus meiner Sicht die Perspektive verschoben hat, ohne das wirklich zu merken. Er hat im Grunde die Prüfungsfrage dahin formuliert, werden durch die Tätigkeit des Sachverständigen konkrete Hoheitsrechte im Einzelfall im ersuchten Staat verletzt? Er hat da überhaupt nicht die Frage thematisiert, ist der ausländische Sachverständige ein Hoheitsträger oder ist er zumindest als Hoheitsträger zu behandeln und ist deshalb allein schon die bloße Tätigkeit genehmigungspflichtig. Dieser definitorischen Frage ist er im Grunde ausgewichen und das führt dazu, dass dieser Streit jetzt natürlich allgemein Unsicherheit geschaffen hat, wann man auf die EuBVU zurückgreifen muss und wann nicht. Und das ist schon ein bisschen erstaunlich, muss man sagen, dass angesichts dieser Diskussion um die Pro-Rail-Entscheidung. Es gab auch eine englische Anmerkung oder englischsprachige Anmerkung dazu, die hatte den schönen Titel The Incredibly Shrinking Evidence Regulation in Anlehnung an einen älteren Aufsatz zur Incredibly Shrinking Hague Convention, also die schrumpft gewissermaßen auf unglaubliche Weise, weil man den Gerichten letzten Endes freie Hand lässt, wann sie anwenden und wann nicht. Das Problem ist eigentlich nicht gelöst worden und man hat auch keine klaren Hinweise jetzt in den Erwägungsgründen. Und das macht das Ganze natürlich bizarr, denn Herr Sujetski hat es ja auch angesprochen, in der anwaltlichen Praxis finden die Verordnung gar nicht findet jedenfalls die Beweisaufnahmeverordnung gar nicht die Bedeutung, die man erwarten dürfte angesichts des internationalen Rechtsverkehrs in der Europäischen Union. Aber das liegt natürlich auch daran, dass das ja nicht gerade ermutigend ist, sich in so einen komplexen Rechtsakt einzuarbeiten, sich mit den ganzen Einzelheiten auseinanderzusetzen, zu ermitteln, wo ist denn die Zentralstelle, an die ich so eine Genehmigung richten muss, wenn die Gerichte sagen, ja, das müsst ihr eigentlich gar nicht oder nur in ganz besonderen Fällen, dann kann man das der Anwaltschaft natürlich nicht verdenken, dass sie sich da besonders einarbeitet. Das hat natürlich aber dann die Kehrseite, dass, wie wir ja gesehen haben, in der Rechtsprechung auch des EuGH zur Brüssel 2b-Verordnung, Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts zu diesem rumänischen Adoptionsfall, dass dann die Höchstgerichte aber sagen, ja, ihr müsst aber doch die EuBVU anwenden in internationalen Fällen, weil ihr eurer Pflicht gerecht werden müsst, im Interesse des Kindeswohls und so weiter, alle möglichen Beweise zu erheben. Aber man fördert natürlich nicht gerade die Wahrnehmung, das Bewusstsein bei den Justizangehörigen, dass es da eine wichtige Verordnung gibt und dass man die auch nutzen muss oder nutzen sollte jedenfalls, wenn man sie andererseits als so, naja, ein Nice-to-have, aber kein Must-have behandelt. Also da würde ich doch begrüßen, wenn der EuGH vielleicht irgendeine Gelegenheit, die sich ja bei einem Vorlageentscheidungsverfahren möglicherweise mal wieder bietet, die Gelegenheit nutzen würde, hier etwas klarere Linien einzuziehen. Denn auch diese Pro-Rail-Rechtsprechung, die kann ja eigentlich zu abstrusen Konsequenzen führen. Der Sachverständige ist ja in Artikel 19 der Beweisaufnahmeverordnung und auch in Artikel 17 der alten Fassung ja nur als ein Unterfall eines Gerichtsangehörigen genannt. Also ein Gericht kann ja auch
ein Landgericht, eine Kammer kann ja auch einen eigenen Angehörigen des Gerichts ins Ausland schicken. Aber da sagen dann selbst die Befürworter der Theorie, dass der Sachverständige gewissermaßen wie ein Tourist zu behandeln sei. Ja, das kann jetzt nicht sein, dass man also genehmigungsfrei, dass Herr Windau jetzt nach Luxemburg reist und sich da irgendeine Straßenkreuzung... Und da mal einfach Augenschein einnehmen. Also Augenschein an oder Zeugen fragt oder so. Das kann es jetzt nicht sein. Aber dann stellt sich halt die Frage, ja, was ist denn der Unterschied? Die Hoheitsrechte des ersuchten Staates, also werden die jetzt stärker tangiert, wenn der Richter sich die Ampelanlage ansieht, als wenn der Verkehrssachverständige sich die Ampelanlage ansieht? Das vermengt ja die Souveränitätsbetrachtung mit komplexen statusrechtlichen Fragen. Also das ist kein sachgerechtes Abgrenzungskriterium aus meiner Sicht, was der EuGH da in Pro Reo gemacht hat. Ich habe dazu auch vor einiger Zeit mal eine Dissertation in Auftrag gegeben. Ich warte jetzt aber schon seit einer gewissen Zeit darauf, dass ich den Entwurf jetzt bekomme. Ich hoffe, dass das im Laufe dieses Jahres noch der Fall sein wird, jetzt wo das auch gerade wieder alles aktuell diskutiert wird. Das ist dogmatisch und praktisch im Moment einfach nicht befriedigend gelöst. Und das merkt man halt auch, wenn man sich die Kommentierung ansieht. Das heißt, man ist einzelfallabhängig und dann wird die Pro-Rail-Entscheidung so ein bisschen durchdekliniert. Aber letzten Endes gewichtet dann doch jeder Autor wieder anders, wie er da mit den Souveränitätsargumenten umgehen will. Und im Zweifel müsste man dann halt doch eigentlich den Gerichten sagen, im Zweifel nehmt lieber den Weg der Verordnung, das ist der sicherere Weg. Aber wie gesagt, dem stehen diese bekannten Hürden entgegen, dass man sich dann halt erst einarbeiten muss. Und wenn man sich schon fragt, ob das überhaupt rechtlich zwingend erforderlich ist, dann lässt man es bleiben. Ich habe auch in meiner Gutachtenpraxis da schon alles Mögliche erlebt. Also wirklich Gerichte, die das ganz brav nach der EuGVO machen und bevor sie dann Sachverständigen nach Österreich zu irgendeiner Straßenkreuzung schicken, das auch noch brav anzeigen nach der EuGVO. Ich habe aber auch eben schon ganz andere Fälle erlebt, dass fröhlich Videokonferenzen angeordnet werden mit ausländischen Zeugen oder ausländischen Parteien, ohne dass überhaupt irgendjemand in der Akte, auch die Anwälte, nur die Frage mal aufbringt, ob man nicht dafür eigentlich den Rechtshilfeweg einhalten müsse. Also da ist auch das Grad der Sensibilität für diese Problematik in der Praxis sehr, sehr unterschiedlich ausgeprägt. Hat in gewisser Weise sicherlich auch mit der Bedeutung des IZPR in der juristischen Ausbildung zu tun, die Bedeutung kann man ja eigentlich nie hoch genug halten, zumindest meine Position dazu. Aber, also ich teile Ihre Auffassung da und auch die Einschätzung, wie das so bei den Gerichten läuft. Aber es ist eher doch die Ausnahme, dass man, vielleicht bei den Jüngeren jetzt etwas mehr, aber dass tatsächlich da große Kenntnis, dass IZPR und der grenzüberschreitenden Instrumente vorherrschen würde, ist schon eher die Ausnahme. Also die meisten machen dann einfach, versuchen sich irgendwie zu behelfen. Also ich glaube, das, was Frau Deters und Herr Elsner gesagt haben, auch was Herr Sujecki ja eigentlich widerspiegelt, dass man, wenn man digitalisiert und Dinge sozusagen zentral gestaltet, vereinheitlicht, um grenzüberschreitende Zustellung, Beweisaufnahme zu erleichtern, dann sollte man das auch einfach und leicht zugänglich gestalten. Das ist, glaube ich, die Usability, die muss hochstehen, hochgehalten werden. Aber ich glaube, das ist so ein Problem, das die öffentliche Verwaltung in vielen Bereichen hat. Ich glaube, das ist halt einfach auch eine Frage, wie oft man damit zu tun hat. Also ich weiß von OLG-Senaten, die auch Sachverständige im EU-Ausland 2 Stunden anhören. Und nachher so, ja stimmt, hätten wir eigentlich eine Genehmigung gebraucht. So. Ja. Also das ist vielleicht für zu dem zurück, was Peter meinte mit diesem, das ist so, sie kommt so selten vor, dass dann auch irgendwie so die Sensibilität dafür fehlt. Ich hätte gleich noch eine Frage oder Anmerkung zur EuZVO, aber erst gerne noch Peter. Ja, ich glaube, es gibt wirklich die beiden Varianten. Es gibt die Gerichte, die das in Unkenntnis tun, und dann gibt es aber auch Gerichte, die das ganz reflektiert tun und sagen, wenn ich jetzt die Partei aus Mailand zuschalte, dann ist das kein hoheitlicher Akt. Also ich war zum Beispiel mal beim OLG Hamm, bei dem Senat, der auch nach Peru gereist ist und dort den Klimawandel in Augenschein zu nehmen. Also das ist ein internationalen und der Fall hatte auch sonst IPR-Bezüge. Also dieser Senat hat sich nicht
in Unkenntnis dessen, sondern bewusst dafür entschieden, dass es kein Problem ist und hat die italienische Partei dazu geschaltet. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch wie das Verwaltungsgericht Freiburg das auch sieht, das ist wahrscheinlich auch der richtige Standpunkt. Aber wie jetzt muss Philipp, kommt gleich vor Philipp. Nein, das ist da. Haben wir schon so oft darüber diskutiert. Ich wollte gerade sagen, wenn Sie wieder aufmachen, das Fass, dann sitzen wir um 8 noch da. Okay, ja, also ich wollte nur eine Lanze dafür brechen. Also es gibt auch Gerichte, die das reflektiert tun und nicht zufällig, was es aus Ihrer Sicht natürlich noch schlimmer macht, also dann vorsätzlich handeln und nicht fahrlässig. Aber solange es vertretbar ist. Aber wir müssen uns auch umgekehrt klar werden, wir haben ja keine wirklich ernstzunehmenden Beweisverwertungsverbote. Ja? Und von daher ist es ja in der Tat eine akademische Diskussion in weiten Teilen. Und die eigentliche Frage ist ja, für die, die in der Praxis damit zu tun haben, wie kann ich als Parteivertreter dafür sorgen, dass die Gerichte da möglichst wenig Fehler machen, wenn ich keinen Einfluss drauf habe. Ich kann eigentlich nur immer nachfragen und sagen, hallo, was habt ihr denn gemacht? Ja. Und jetzt in meinem Fall mit der OZVO-Zustellung in Großbritannien hätte da der gegnerische Anwalt irgendwann mal sagen müssen, hallo, ihr habt gar keine Übersetzungskosten bei mir angefordert. Habt ihr das etwa auf Deutsch dahin geschickt? Und wir hatten ja neulich im ZBO-Blog auch dieses OLG Frankfurt-Urteil. Die Kollegen in Frankfurt hätten ja diesem Anwalt da einiges an Nachforschungs- und Überwachungspflichten gegenüber dem Gericht auferlegt. Und also das sind aus meiner Sicht so diese praktischen Bereiche. Ne? Ich kann natürlich dann da alle 14 Tage eine Sachstandsanfrage machen und damit dokumentieren, dass ich, ja, und damit dokumentieren, dass ich das Gericht überwache. Aber ist das wirklich meine Aufgabe? Ne? Ja, also vielleicht noch ein Punkt doch zu dieser Frage zur Ehrenrettung und sozusagen als Handreichung, ja. Ich meine, letztendlich ist es natürlich so, wenn das einvernehmlich erfolgt und die Partei aus dem Ausland zugeschaltet wird, ist die Souveränitätsverletzung, die Folgen nach sich zieht, natürlich verschwindend gering. Das ist völlig klar. Wie das dann weitergeht, wenn Aufklärungspflichten verletzt sind und so weiter, dann hat das natürlich andere Auswirkungen. Der eigene Staatsangehörige vielleicht einen Nachteil hat, ja, dann mag das anders sein. Aber im Regelfall ist das problemlos, ja, machbar. Und der zweite Punkt, warum ich auch Gerichte verstehen kann, die das bewusst machen, ist natürlich die schlichte Unwägbarkeit der Rechtshilfe. Ich meine, klar, wir haben in der Beweisverordnung und in der Zustellungsverordnung haben wir erleichterte Mechanismen, aber wenn wir im nicht geregelten Rechtshilfeverkehr sind, dann ist es natürlich katastrophal. Es ist auch diese, nicht umsonst gibt es jetzt diese Genehmigungsfiktion, weil es schlicht Mitgliedstaaten gibt, bei denen man Monate, Jahre hinter dieser Genehmigung herläuft, weil die einfach, es gibt auch sogar Mitgliedstaaten, die schicken sowas einfach kommentarlos zurück. Also ohne Hinweis darauf, dass es vollständig ausgefüllt ist. Ich habe das in der Zustellungsverordnung mal erlebt. Da steht, dass das innerhalb einer bestimmten Frist zugestellt werden muss. Und dann schickt das an der Mitgliedstaat das zurück und sagt, ja, haben wir nicht innerhalb der Frist zugestellt. Ja. Also das ist tatsächlich eine Büchse der Pandora oder es gibt immer Überraschungen, sobald da irgendwie was ist, weil scheinbar in anderen Ländern das auch nicht häufig genug ist. Ich würde meine Frage hinten anstellen. Mir geht es eigentlich um die Frage, ob 19.2 überhaupt es zulässt, die Zustellung per E-Mail auszuschließen. Ich glaube, hab da Zweifel dran. Aber
Ich würde angesichts der Tatsache, dass wir, glaube ich, schon eine Viertelstunde drüber sind, sonst einfach darauf hinweisen, dass es am 7. Oktober, glaube ich, Herr Herrmann, ist das richtig? Ich habe jetzt gerade, genau, weitergeht mit den Kolloquien und da diskutieren wir mit Herrn Rechtsanwalt Schaffhausen, der ist im Vorstand des Deutschen Anwaltsvereins, und mit meiner Kollegin Frau Bialas darüber, ob es im elektronischen Rechtsverkehr neue andere Kommunikationswege und Übermittlungsformen geben sollte oder müsste. Genaue Plakat und Titel und alles folgt über die sozialen Medien in den nächsten Wochen. Genau. Ansonsten würde ich, also Philipp, okay. Ansonsten von mir schon mal ganz, ganz, ganz vielen Dank an alle Diskutanten, an Sie, Herr Professor von Hain, an Sie, Herr Sujecki, an Frau Detas und Herrn Elsner. Ich habe es jetzt richtig rumgemacht. Genau. Habe ich noch irgendwas vergessen, Philipp? Ich denke nicht. Nein, also ist glaube ich, alles gesagt. Ich glaube, auch die Anmeldung ist schon freigeschaltet. Also wenn Sie Interesse auch am Thema, also das Thema wird noch konkretisiert werden, aber es wird um elektronischen Rechtsverkehr gehen. Wenn Sie Interesse daran haben, können Sie sich schon anmelden. Vielleicht ein Hinweis noch. Diese Veranstaltung, also die Referate, werden in einen Tagungsband münden, der noch erscheinen wird, digital und auch in Print, Open Access. Also wenn Sie Interesse haben, das nachzulesen, was heute gesprochen wurde, halten Sie die Augen offen. Unser erster Tagungsband ist praktisch in Druck. Da sind nur noch die letzten, für die Veröffentlichung noch die letzten letzten Fragen zu klären, wie wir das mit den Videos und den Urheberrechten bei dem Sound machen, aber im Zweifel streichen wir den Sound für das Intro einfach raus, wenn das ein Problem sein sollte. Genau, also das wird demnächst kommen, also halten Sie auch da die Augen offen, wenn Sie sozusagen unser Kolloquium des vergangenen Sommers, also Sommer 21, wenn Sie da die Beiträge lesen wollen. Es sind auch sehr spannende Themen dabei. Dann auch von meiner Seite alles Gute. Herzlichen Dank an die Vortragenden. Super Vorträge. Herzlichen Dank auch für die praktischen Einblicke, die man natürlich hier an der Uni nicht so kriegt. Also herzlichen Dank. Ich danke Ihnen auch ganz herzlich. Ja. Schönen Abend. Tschüss. Ganz vielen Dank. Schönen Abend. Ja. Tschüss.